Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Quadi und zu einer neuen Runde Vampire the Masquerade in der fünften Edition Blood and Sand. Und heute mit dabei haben mich vier Spieler, nämlich Lilio als Dr. Angela Hallöchen. und Kako als Bruce. Guten Abend. Und Araiguma als Aisea. Hallo zusammen. Last but not least, Feramin als Samantha. Hallo. Ja. Wir spielen Vampire the Masquerade in der fünften Edition. Deswegen, falls ihr das erste Mal hier einschaltet oder so, zwischendurch hereingezappt seid, denkt dran, dieses Spiel, in diesem Spiel spielen wir alle finstere Böse. Personen, Vampire und auch die Welt ist eine düstere Welt, die Welt der Dunkelheit. Es könnten Dinge passieren, ja, die einigen Leuten an die Nerven oder an die Nieren gehen oder ans Blut. Von daher, wenn es euch nicht gefällt oder falls ihr irgendwas seht oder hört, was ihr nicht so besonders toll findet, schaltet einfach ab. Kein Ding. Können wir vertragen. Und wenn nicht, ist auch schön. Und denkt immer daran, wir spielen hier nur. Das heißt, ja, wir sind nicht wirklich böse Personen, außer mir selber, glaube ich. Und ja, habt das ein bisschen im Kopf. Gut, wir befinden uns in der Neuzeit, in der Jetztzeit, in der Welt der Dunkelheit, in irgendwo an der Grenze zu Mexiko, aber noch auf Staatsgebiet der Vereinigten Staaten von Amerika, irgendwo in Texas, in einer Stadt, deren Name immer noch nicht gefallen ist. Warum auch immer. Eigenartig. Und ja, unsere vier Vampire sind alle relativ neu in der Stadt, mit Ausnahme vielleicht von Bruce, der schon etwas länger in der Stadt wohnt. Und haben so ihre ersten Erfahrungen schon gemacht. Und ja, sie haben gehört, dass in dieser Stadt gerade irgendwie kein Prinz da ist, als sie sich vorstellen wollten. Haben aber mit einer Person gesprochen, die meinte, sie hätte wunderbare Kontakte zum Primogenrat. Und wenn ihr denn hier bleiben wollt, dann solltet ihr euch doch ein bisschen verdient machen und ein bisschen auf euch aufmerksam machen, dass ihr irgendwie ganz toll seid und dass ihr es wert seid, zur Kamarilla zu gehören. Und ja, die einen mehr, die anderen weniger enthusiastisch habt ihr diese Rolle angenommen und habt ja eine Aufgabe bekommen. Eigentlich habt ihr zwei Aufgaben bekommen. Einmal habt ihr die Aufgabe bekommen, bei der örtlichen Bürgermeisterwahl ordentlich einzugreifen, denn der favorisierte Kandidat der Camarilla ist gerade am Verlieren und ihr solltet doch versuchen, in der einen Woche, die euch noch bleibt, irgendwie das Rennen ein bisschen herumzureißen. Und die zweite Aufgabe ist es, einen Vampir zu finden, der in der Stadt gesehen worden sein soll, namens Anna. Und ja, wie der Zufall es will, ist das zufällig Bruce's Sire. Aber Bruce weiß von der ganzen Sache noch nichts, denn Bruce ist leider noch nicht so richtig Mitglied dieses kleinen Klüngels hier. Naja, immerhin hat er schon Samantha kennengelernt beim letzten Mal und sie haben sich unterhalten. Leider war Bruce da ein bisschen von seinem Tier übernommen und hat nicht so hundertprozentig klar denken können. Ja, während Dr. Angela beim letzten Mal versucht hat, Informationen über die örtlichen Gangs herauszukriegen und hat ja ein paar Gang-Jugendliche in einer Bar aufgemischt, mehr oder weniger. Ja, Samantha hat wie gesagt versucht, irgendwas über Anna herauszufinden. War es in Bruce Apartment eingebrochen, ja, und hat ihn verfolgt und gestellt nach einer massiven Verfolgungsjagd. Während Isaiah noch mehr Chaos angerichtet hat, denn in bester Ventrue-Manier hat er Befehle von sich gebend und Gefühle manipulierend den Wahlkampf des Gegenkandidaten des Bürgermeisters ordentlich durcheinander gewirbelt. Und hätte das nicht alleine schon gereicht, um Unfrieden zu stiften, hat er das Ganze auch noch an die Presse weitergeleitet. Naja,
Ganz nett, dieser Mensch. Vampir, meine ich. Ja, und so befinden wir uns immer noch am selben, sehr, sehr fortgeschrittenen Abend. Bruce auch immer irgendwo in der Wüste unterwegs. Samantha zurück im Auto mit bei ihrem Sire Andrew. Dr. Angela mit John, dem Ventru, unterwegs. Immer noch in der Kneipe, denke ich. Und Isaiah auf dem Heimweg von der Wahl, von diesem Wahloffice, was auch immer. Er war schon zurückgelaufen, das, da kann ich mich nur erinnern, durch den Park und hat da illustre Gestalten gesehen, allerdings die nicht so richtig zuordnen können. Und ist dann, hat den Park dann einfach durchquert. Ja, ist aber, glaube ich, auf dem Heimweg, wenn ich mich nicht richtig, wenn ich mich nicht vertue. Ganz genau. Ich war noch trinken. Ja, das ist der Status quo. Und ja, wir müssen diesmal nicht würfeln am Anfang, weil ihr ja nicht erwacht. Es ist ja immer noch derselbe Abend. Aber vielleicht starten wir mal. Ja, wo starten wir denn mal? Vielleicht starten wir bei Bruce in der Wüste, der sich so langsam wieder abregt und der langsam wieder zu Sinnen kommt. Ja, genau. Also, nachdem er sich ja noch mal ein bisschen weiter Er ist entfernt hat, gerade wurde gemutet. er. Hey, hallo? Nein, nicht, nicht, hört man mich? Oder ich bin Also, gemutet. ich höre ihn. Ja, okay. Gut, danke. Ich war kurz dafür. Sehr gut. Wollen wir mal reinkommen? So, Fahnen und Grund. War ja so, weil Samantha ja wieder zum Andrew gegangen ist, zum Auto. Straight bin ich, hat Bruce quasi, um nicht mit ihr gleichzeitig am Parkplatz anzukommen, sondern eine kleine Extra-Runde gedreht und auch noch, um sie abzureagieren. Und hätte sich dann quasi auch in so einen Felsen oder so eine Anhöhe gesucht, wo er sich dann hingesetzt hat und erstmal durchgewartet hat, bis die Beast wieder weg ist, was ihn ja dann so geleitet hat. Und da war vielleicht eine halbe Stunde, Stunde oder so. Und ja, ordentlich viel Willenskraft seinerseits und dann will er sich wieder total fangen wollen und dann würde er halt aufstehen, wahrscheinlich die Hose und so nochmal abklopfen, die wahrscheinlich jetzt vor diesem Wüstensand ist. Und ja, dann zurück zum Parkplatz, gucken, ob dann noch ein ominöses Auto steht. Und wenn nicht, dann würde er wieder nach Hause fahren, zum Trailer Park. Wie lange seid ihr denn noch da geblieben, Samantha? Steht das Auto nach der halben Stunde noch da? Nee, nee. Ich sehe da keinen Sinn mehr, länger auf den zu warten. Außerdem habe ich Hunger. Ja, Das heißt, dann steht da kein es geht Auto. zurück Richtung Stadt. Ja, also steht kein Auto da. Die sind anscheinend abgedüst, diese komischen Gestalten, die dir da aufgelauert haben. Und dich verfolgt haben und dir Ja. komische Dinge erzählt haben. Bruce würde erstmal, weil er ja in seinem Beast-Mode diese krasse Verfolgungsjagd hatte, würde er nochmal auf sein Auto gucken. Ja, Mal schauen, ob er. das ist ein wenig ramponiert, ja. Also noch mehr als es vorher war. Du hast ein paar Schilder umgefahren und Briefkästen mitgenommen und ja. Ja, dann steht er erstmal da und sitzt dann irgendwie da auf so eine Bank, die vielleicht am Parkplatz steht, und hat den Kopf in seiner Hand und so, ach Scheiße. Oh. Ja, und er guckt halt, ob er da irgendwas dran machen könnte. Irgendwie. Wahrscheinlich nicht. Und dann wird er einfach frustriert und ein wenig betroffen nach Hause fahren. Du fährst zurück in den Trailerpark. Auf dem Weg zu deinem Trailer merkst du schon, dass die örtliche Biker-Gang, so wie sie das öfter schon mal gemacht hat, mal wieder den Park unsicher macht. Das heißt, irgendwie laut Musik laufen hat. Du weißt jetzt schon, dass der Prepper wahrscheinlich gerade da hinten unterwegs ist, um die zusammenzuscheißen. Und dass Sehr gut. das wahrscheinlich ziemlich laut wird, trotzdem die ganze Nacht über, also den Rest der Nacht. Da geht, die haben ein großes Feuer gemacht und ja, haben da anscheinend gerade Spaß mit irgendwas. Ja, wenn er da dann mit dem Auto noch vorbeifährt, schaut er so verächtlich zu denen und macht so ein Scheiß Kids. Und dann wird er wieder zur Wohnung fahren. Gut, dann kommst du zurück in deine Wohnung, die so ist, wie du sie verlassen hast. Ja. Bis auf das Anna wieder zurück zu Hause ist und ja, gerade vor dem Fernseher sitzt, vor dem Kleinen.
ja, ich komme schnell wahrscheinlich wieder vor der Tür und bin jetzt wieder mit dem Schlüssel, bis wir dann eingefahren sind, und die Tür wurde aufgebrochen. Und dann mit so einem Kopf hängen lassen, mache dann die Tür auf, die sehr leicht aufgeht. Und ich gucke dann so, oh, hey, Anna, bist du ja da? Oh, Bruce, sehr schön. Ich hab schon gewartet, wo warst du so lange? Ich sehe dich später. Sonst wo warst hier? Du eigentlich? Du hast mir ja nur den Zettel da liegen lassen. Unterwegs. Ich zieh ein bisschen Fahrt an. Ich zieh so eine Brau hoch, unterwegs, weiter. Naja, ein bisschen versuchen, Geld zu machen. Ich meine, wir müssen ja das Haus bezahlen. Genau damit wollte ich dann mit dir reden. Ich war ja bei dem Gespräch mit dem Herr, ich weiß mal seinen Namen, Pranava? Pranava, ja. Genau, Pranava. Ich arbeite jetzt die nächsten 2 Wochen für ihn. Und dafür bekommen wir die Wohnung bezahlt. Komplett. Du arbeitest für ihn. Ja, hatte ich ja gesagt, jetzt. Das hatten wir doch schon. Ich sitze mich dann wahrscheinlich auf so einem Campingstuhl, den ich da habe. Bin da auch nicht so. War ja auch nicht so dafür, aber wie gesagt, die ganze Wohnung kriegen wir bezahlt. 2 Wochen Arbeit, denke ich mir. Das ist doch ganz gut. Und der reizt ja auch so über die. Weißt du schon, Läden. Was er von dir haben will? Was du machen sollst? Ja, er schaut so ein bisschen verlegen nach links und rechts. Ja, ich, er nickt so. Ich, bin. Und er schaut so ein bisschen verlegen und, so ein bisschen nervös, mich auch. Bin jetzt für die nächsten 2 Wochen so seine Art, Bodyguard. Oder so. Bodyguard? Und der schaut so links und rechts. Ja, und Bus macht er so. Body. Oder Begleiter. Er hat es nicht ganz genau gemacht. Also ich begleite ihn wohl noch treffen und pass auf, dass ihm nichts passiert. Hm. Hier. Wirkt er nicht irgendwie komisch auf dich? Schon sicher, aber gab jetzt für mich keine bessere Lösung als das. Und also andererseits, er bin begeistert von mir. Irgendwie mag er nicht wohl. Oh, das kann ich mir vorstellen. Warum? Ich bin auch begeistert von dir. Ach, ey. Er guckt sich so an mit so einem, ja, ist klar. Was ich fragen wollte, er ist ja auch ein, der würde so zwischen uns beiden so ein Vampir. Richtig. Richtig. Du kennst ihn ja. Du hast mir das doch mal erzählt. Wie ist das? Welchem dieser Gruppen heißen die Clans gehört denn nochmal an? Na dann, nichts mehr erzählt. Er ist ein Tremere. Das waren Künstler oder? Sie so ganz fangen an. Zauberer. Magier. Oh. Er guckt so ein bisschen nachdenklich. Tja. Naja, passiert. Ich glaube, er mag mich. Sehr hinterfotzig. Schlimmer als die Event Room. Was? Schlimmer? Ich dachte, das wären diese ekelhaften Kotzbrauen. Mit nach hinten gegelt und so. Mhm. Zumindest sieht man in Event Room an, dass sie Assi sind. In Tremere. Naja. Was mit Respekt hier? Na, eigentlich sind sie beide scheiße. Naja, ich, auf jeden Fall, er mag mich wohl. Ich glaube, das könnte ich mir zu Nutzen machen. Achso, und wo ich gewesen bin, ich will ehrlich sein, du hast es wahrscheinlich selber gemerkt, ich drücke es auf die Tür. Oder? Was? Es wurde eingebrochen hier. Ah. Und ich kam nach Hause von einem Gespräch, nach einem kleinen Einkaufstrip, soll es mir halt anziehen wollen, aber ist auch jetzt egal. Es wurde eingebrochen und hat ein Auto vor der Tür geparkt mit so 2 Personen. Die haben den Trailer beobachtet. Die Menschen. Dann wollte ich sie zur Rede stellen. Hm?
Waren es die Menschen mit den Anzügen? Nee. Hat der Bruce eigentlich gemerkt, dass das ein Vampir ist? Wahrscheinlich, ne? Was hat ihr das so? Nee, das waren Vampire. Ich weiß nicht, zu welchem Kanon also die gehörten, aber die haben uns beobachtet und einmal hat das Tier übernommen in mir und ich habe sie zur Rede gestellt. Und er läuft halt, ist jetzt aufgestanden gerade und läuft so ein bisschen in so einer Wohnung hin und her. Und du hast sie getötet. Guckt sie ein bisschen an mit dem Armbeutel. Wunschträume vielleicht. Nein. Gut. Nein. Das wäre also nicht ziemlich böse, wenn wir versuchen wollen, hier in der Stadt zu bleiben. Nein, ich habe. Er wird so ein bisschen wow. Nein. Ich wollte sie ja zur Rede stellen, aber sie wollten mir nichts verraten. Wollte ich so schnell wie es geht weg eigentlich. Ich wollte eigentlich zum Pub fahren, Karl und so, aber dann habe ich gesehen, dass mich das Auto verfolgt hat. Was wollten sie von dir? Genau, was sie von mir wollten. Ich erzähle ihr nichts von der. Nachher in der Wüste wollte ich sie ja nicht abhängen, aber diese Frau hat mich verfolgen können und haben mir ganz ganz dezent mitgeteilt, dass wenn ich eine gewisse Anna kennen sollte, ihr doch mitteilen sollte, dass eine Freundin von ihr auf der Suche nach ihr ist. Und ich schaue sie dabei sehr eindringlich an. Das habe ich mir fast gedacht. Müssen wir was darüber erzählen? Und ich setze mich jetzt wieder auf den Stuhl und verschränke so die Arme. Ich habe dir doch erzählt, dass ich in Gefangenschaft war. Ja, das hast du mir erzählt. Und ich hatte ein ganz normales, vampirisches Leben hier in dieser kleinen Stadt. Vor dieser Sache. Und dann meinte irgendeiner von diesen Idioten oben an der Spitze, dass es doch eine total gute Idee wäre, einen Deal mit den Menschen zu machen. Deal? Ja. Ah. Okay. Sie lassen uns in Ruhe und dafür geben wir ihnen zum Austausch einen von uns, mich, zum Experimentieren. Ein bisschen, Chuck würde erstmal sitzen bleiben und sagen, wow. Und, das an der Spitze war diese Freundin oder was? Nein. Okay. Der Prinz. Okay. Kennt man den hier in der Stadt oder was? Ist das der Bürgermeister oder wie? Nicht der Bürgermeister. Der Anführer der Vampire. Edo heißt er. Edo. Aber ich habe nichts von ihm. Ich habe versucht, ihn zu finden. Aber er ist weg. Zumindest nicht mehr da, wo er früher immer war. Aber sagtest du nicht, dass jede Stadt, jede größere Stadt einen Prinzen hat? Das ist richtig. Diese ja auch. Edo. Gut, aber wenn wir neu. Das ist doch, wenn man neu ist, stellt man sich mal vor. Das fällt ihm ganz ein mit. Oh. Eigentlich schon. Wenn man zu seinem komischen Club gehören will, ich denke, dadurch, dass er mich ausgeliefert hat, bin ich sowieso raus. Ich denke, das weiß er auch. Wenn ich jetzt zu ihm hingehe und sage, hey, ich bin wieder da, dann schickt er mich garantiert wieder zurück. Da habe ich keine Lust drauf. Na sicher. Was hat das jetzt mit dieser... Also, die Frau, also ich kann mich nicht mehr so ganz dran erinnern, wie das war, wie das Tier hat einmal übernommen, oder ich glaube, die Frau war relativ vernünftig eigentlich. Ich war halt komplett aus der Sinne vorhin, das war erschreckend. Oder ganz bei Sinn. Er guckt sie so ein bisschen an mit, nee. Es hat sich zumindest nicht so angefühlt. Du bist es noch nicht gewohnt.
bin mir nicht sicher, wann ich daran gewohnt sein werde. Ja, und der Schätzübel Stirn. Was machen wir jetzt? Wenn die schon hier einbrechen, dann müssen wir echt schnell rüber in die neue Wohnung. Ich denke auch. Und ich muss vor allen Dingen weg hier, wenn sie schon die Fäden zwischen uns beiden schon erkannt haben, sind sie schon ziemlich weit. Apropos Fäden zwischen uns beiden. Das nächste Mal, wenn du einen kleinen Ausrisser hast, pack doch bitte das Kleid weg. Sie haben wohl dein Kleid gesehen. Das mit dem Blut überall. Wer kann schon denken, dass hier eingebrochen wird? Er guckt so auf die Tür, mit so einem extrem schlechten Schloss wahrscheinlich drin. So eine Tür, die man einfach mit einem Schubs oder so. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so schnell Fährte aufnehmen. Mit den Schultern. Und schon gar nicht, dass irgendeine Frau kommt. Wie sah sie aus? Ja, er überlegt so. Würde er halt quasi zum Mentor beschreiben, so, wie ich das noch so im Kopf habe. Und noch mit einem Kerl, den ihr, sah so ein bisschen aus wie ihr Freund oder so. Die haben auch probiert, mich abzulenken, irgendwie mit so einer Pärchenmasche, aber das war billig. Naja. Die sagen mir nicht, sie müssen in den 2 Jahren hergekommen sein, als ich weg war. Möglich. Ich glaube gerade ein, dass ich sonst überhaupt nichts weiß über andere Tiere. Und da denkt man halt so ein bisschen drüber nach. Wir brauchen dringend irgendeinen Schutz vor der Camarilla, wenn sie hinter uns her sind. Das, Und dieser Prnava gehört zur Camarilla. Du solltest extrem vorsichtig sein. Okay. Tja. Ihr werdet ja sehen, ich treffe morgen mit ihm um Mitternacht, glaube ich, zum ersten Treffen. Aber ich werde das schon hinkriegen. Versuch mal herauszufinden, warum er in der Stadt ist. Der kommt eigentlich ziemlich selten her. Der Pnava? Ja. Okay. Kannst du mal versuchen. Und ehrlich, denkt er sich schon so an. Fragen bin ich immer scheiße. Ja. Okay. Gut, dann machen wir das so. Was machen wir jetzt noch mit dem angefangenen Abend? Also, ich hatte schon gegessen. Hast du noch Hunger? Nein, ich habe gestern gegessen. Oh. Vielleicht rufe ich nochmal bei dem Makler an. Vielleicht schon früher in die Wohnung können. Aber wir haben jetzt schon... Bitte schauen wir so auf Nacht? Die Uhr. Ja, genau. Nee, ich schaue es auf die Uhr. Ach. Oder so früh am Morgen. Wie lange war ich denn... Ja, wenn nicht, dann ich wollte noch einmal zum Pub und zu Lady Crimson nach Boogie gucken gehen, wenn ich Zeit habe. Wenn du willst, kannst du mitkommen. Oder du, wenn das eine Serie gerade ist, ich würde es auf den Fernseher. Nein, ich muss mich nur irgendwie ablenken von diesem Lärm da draußen. Was ist da eigentlich los? Ich habe die nur von draußen gesehen. Die sind öfters hier, aber... Irgendwelche Halbstarken mit ihren Mopeds. Ach, die! Ja. Ist der Nachbar schon da? Wenn nicht, kommt er gleich. Dann wird's noch lauter hier. Ich glaube, er war also schon da. Ah, oh, gut. Ja, dann sind's. War das der immer bisschen in die Luft schießt? Ja, genau. Frank, der Tracker. Ja. Ich rede nochmal mit ihm. Also, eigentlich klärt er das immer. Gut. Ich gehe mal eben, Frank. Der hieß übrigens Henry. Ach, Henry hieß er? Okay. Henry Elder. Ja. Wobei ich ihm auch zutrauen würde, dass er einen falschen Namen benutzt, wenn er mit anderen Leuten redet. Ja, das war super. Ja, dann würde Bruce mal zu Henry gehen. Gut, dann schwenken wir langsam mal nochmal weg und schauen uns an, was so bei Dr. Angela abgeht. Und schauen mal, ja, ihr sitzt da in der Kneipe, in der Bar, da wo Bruce ja eigentlich nachher hin will.
Wahrscheinlich werdet ihr euch wieder verpassen. Ja, nach meinem Gespräch mit den Gänglern werde ich dann halt kurz zu John rübergehen, aber dann halt so nach draußen deuten. Die Holde da hat vielleicht noch ein paar mehr Infos, die wir gebrauchen können. Dann sollten wir ihr hinterhergehen. Übrigens, beeindruckende Arbeit. Dankeschön. Gehst du vor oder soll ich vorgehen? Ja, ich gehe schon vor. Ich folge dir unauffällig. Ich bin dein Schatten. Schatten, der die Nacht durchflattert? wie Satz. Gesagt, dann würde ich halt rausgehen, gucken, ob der da noch irgendwo rumsteht. Ja. Geht raus und der steht gerade an seinem Moped. Zittert immer noch. Sieht es aus, als würde er gleich losfahren wollen? Oder steht er einfach nur da und wartet? Zieht sich gerade seinen Helm auf. Okay, dann würde ich da hingehen und mich einfach so richtig komplett vor das Moped von ihm stellen. Also so quasi Rad zwischen meinen Beinen und mach direkt hin, dass er halt nicht einfach losfahren kann. Und so, in deiner Verfassung würde ich aber auf jeden Fall nicht fahren. Schon was davon gehört, emotionales Fahren, ganz schlechte Sache. Lass mich in Ruhe. Ich mach doch gar nichts. Ich steh doch nur hier, gebe dir Ratschläge. Brauch keine Ratschläge. Wer weiß, was an dieser Verfassung mit dir passieren würde. Stell dir mal vor, dich würde irgendwas erschrecken, du würdest das Rad verziehen und plötzlich irgendwo in einer Ecke liegen. Das passiert schon nicht. Bist du immer so schreckhaft? Nein, nur wenn es um sowas geht wie gestern. Dieses Spektakel mit der Rothaarigen, meinst du? Ja. Und du möchtest ganz bestimmt nicht, dass sich das wiederholt, richtig? Nein. Wie wär's, wenn du mir noch ein paar kleine Fragen beantwortest? Du meintest, dass diese Frau auch Fragen gestellt hat. Ja. Bevor sie. Was für Fragen? Wollte was über Ido wissen? Irgendeinen komischen Holländer? Kennst du diesen Ido? Nein. Kannten andere diesen Ido? Nein. Also hat sie euch ohne irgendeinen Grund gefragt und keiner konnte ihr eine Antwort geben. Mhm. Dann war sie sauer. Hat sie gesagt, wer dieser Edo sein soll, außer dass er ein komischer Holländer ist? Ich weiß nicht, hat er irgendeinen holländischen Nachnamen gesagt? Kann mich nicht mehr erinnern, wie das genau war. Weißt du, warum sie ihn gesucht hat? Hat sie nicht gesagt. Sie sagte, sie hat irgendwas mit Malcolm zu tun. Malcolm? Mhm. Wer ist Malcolm? Oh, mit dem solltest du dich nicht anlegen. Ach, lass das mal lieber meine Sorge sein. Na los, wer ist das? Das ist eine ganz einfache Frage. Wie beschreibt man Malcolm am besten? Eigentlich am besten gar nicht. Wenn er auftaucht, dann ist meistens nicht so gut. Was macht dieser Malcolm denn mit euch? Scheint ja ein ziemlicher Tyrann zu sein. Ja. Richtig. Wir müssen ist das immer Anführer von einer Gegnergang oder sowas? Nein, ich glaube, er arbeitet nicht für irgendwen. Vielleicht, nee, nein. Aber was, er vielleicht? Taucht immer dann auf, wenn wir irgendwas gemacht haben, was nicht so okay war. Nicht so okay für wen? Fürs Gesetz. Wenn wir zu laut waren. Also
Also wird er doch für irgendjemanden arbeiten, und wenn es Polizei war. Vielleicht, ja, vielleicht ist er einer von den Bullen. Das könnte sein. Bin ich noch nie drauf gekommen. Wenn ich diesen Malcolm suchen würde, wo würde ich dann am besten anfangen? Oh, wenn ich wüsste, wo er wäre, dann... Keine Ahnung. Aber du meintest, er würde immer auftauchen, wenn Scheiße gebaut wird, richtig? Ja. Aber glaub mir, du willst nicht, dass er auftaucht, weil immer, wenn er auftaucht, verschwindet einer von uns. Meistens der, der die Scheiße gebaut hat. Für immer verschwinden? Einfach so weg? Ja. Vom Fenster? Weg. Das ist schon verdächtig. Mhm. Ich glaube, die Rothaarige hat irgendwas mit ihm zu tun. Vielleicht ist das seine neue Masche. Wer weiß. Ich kenne weder die Rothaarige noch diesen Malcolm. Und das war wirklich alles, was sie wollte, bevor sie ausgerastet ist? Naja, vielleicht haben wir uns nicht so hundertprozentig wie Gentlemen ihr gegenüber verhalten. Ach wirklich? Wie kommt das bloß? Kann ich aber euch überhaupt gar nicht vorstellen. Ich war's nicht. Ich war ganz friedlich. Ich hab nur an der Tür gestanden und hat aufgepasst, dass keiner reinkommt. Ich schau kurz zu John und frag ihn, was meinst du, was machen wir mit so bösen Gangmitgliedern? Oh, ich würde liebend gerne beobachten, was du mit so bösen Gangmitgliedern machst. Weißt du, Kleiner, du hast echt ein Problem. Ich fang ihn an zu flennen. Ich habe echt nichts gemacht. Ich habe nur aufgepasst, dass keiner kommt. Ich würde ihn ganz gerne ausnocken. Tut er keinen Zwang an. Weiß nicht. Wie macht sie das denn? Einfach so. Ja, du quasi. Hat einen Helm auf, ne? Also. Nacken, trotzdem frei. Mhm. Einfach, ich denke. Oder die Nase brechen so ein oder bisschen. Was? Ja, irgendwie sowas. Einfach mal einen schönen gezielten Schlag. Ich meine, so ein schöner Schlag gegen so einen Plexus hilft auch immer. Mhm. Einfach, ihn erstmal bewusstlos schlagen. Ja, mach doch mal Strength und Brawl. Strength und Brawl. Darf ich meinen Potence-Punkt auch mit da reinsetzen? Wenn ich weiß nicht, wie möchtest, das da geht. Ja. Strength und Brawl. Ich sehe schon, wie ich ihn jetzt versehentlich umbringe oder so. Ja, das sind ganz viele Erfolge. 1, 2, 3, 4 Erfolge. Ja. Ja, und dann haust du ihm einmal mit der Faust irgendwie so auf Solarplexushöhe und er taumelt zurück und bleibt im Staub liegen. Bin mir noch nicht so ganz sicher, was wir mit ihm tun sollen. Ich habe gehört, dass Augenzeugen immer ganz schlecht sind. Es war auf jeden Fall ein Maskeradebruch, ja. Vielleicht nehmen wir ihn mit und zeigen ihm dieser Tussi und fragen die, was wir mit dem einzigen Augenzeugen des Ganzen machen sollen. Das stimmt. Wenn sie ja so viel Einfluss hier hat, ist das keine schlechte Idee. Oder wir bringen ihn gleich um die Ecke. Nein, ich glaube, dadurch, dass er helfen kann bei dieser Vampirin, die wir suchen, ist das wahrscheinlich eher besser, wenn wir ihn so als kleinen Beweis unserer Ermittlungsarbeit zumindest bieten können. Ich weiß schon, dann sagen wir, hey, wir wussten nicht, ob wir Menschen töten dürfen.
Genau. Meine, wir sollen dann nicht zu sehr auf uns aufmerksam machen. Genau, ja. Schön. Vielleicht haben sie ja irgendwelche anderen, die das, die Schmutz, also ich mache mir selten gern die Hände schmutzig. Weiß nicht, wie es dir geht. Ich wurde bisher auch meistens davon verschont, tatsächlich. Aber der Schlag war gut. Dankeschön. Ich habe so einige Selbstverteidigungsgruppen geführt. Ich kenne so meine Tricks. Selbstverteidigungsgruppen? Ja. Ich beginne ein bisschen Angst vor dir zu bekommen. Vielleicht zurecht. Aber nur ein bisschen. Irgendwie ist das sexy. Eine Frau, die sich verteidigen kann, ist sexy. Nicht? Ich. Na. Wenn du meinst. Ja, dann würde ich den. Weiß nicht, wie trage ich den am besten? Über die Schulter oder so. Und wenn jemand fragt, sage ich einfach: Ja, der hat einfach zu viel getrunken, wir bringen ihn nach Hause oder so. Sehr gut. Ist bei den Kiddies ja nicht so. Ich hol den Wagen rum. Mach das. Ich fühle mich irgendwie wie ein in so einem schlechten Film. Nicht weglaufen mit dem neuen Typen. Keine Sorge, da musst du dir keine Gedanken machen. Ich weiß. Ja, er verschwindet Richtung Parkplatz. Dann hatte doch gar wir hatten doch gar nicht den Wagen. Ja, stimmt, der hatte dann ein Taxi, ne? Ja, trotzdem kommt er ein paar Minuten später mit einem Auto vorgefahren. Nicht schlecht. Ich meine, ich hätte auch das Motorrad fahren können, tatsächlich das Moped fahren können, aber so ein Auto ist natürlich praktischer. Andererseits, ich habe jetzt einen Helm, ich habe die Schlüssel und ich habe ein Moped. Mhm. Und ich kann Motorrad fahren. Ich glaube... Er steigt aus. Voila! Wie wär's, wenn du eben mit dem Auto hinfährst und ich fahre das Moped mit? Weil so ein kleines Gefährt ist eigentlich auch immer ganz praktisch. Bist du schon mit dem Moped gefahren? Lange nicht mehr. Ich meine, nichts gegen so eine geile Yamaha oder so, aber tut seinen Zweck. Ich würde dann halt einfach auf den Rücksitz vom Auto packen. Ja, aber wenn wir auf dem Motorrad fahren, dann haben wir keinen Platz für den Typen. Ja, du fährst ihn jetzt mit dem Auto zu unserem Hotel, bis wir ihn abliefern und ich fahre hinterher. Schaut so ein bisschen enttäuscht. Na gut. Keine Sorge, dafür können wir gleich auf dem Moped ein bisschen kuscheln. Oh! Hohoho. Ich weiß nicht, ob mir das nicht zu schnell geht. Ach, wirklich? Hast du gestern aber noch ganz andere Töne gespuckt? Ja. Schert mich das Geschwätz von gestern. Egal. Du fährst vor. Okay, dann fahre ich vor. Also wir bringen wir den erstmal zum Hotel, machen den so ein bisschen, verpacken den ein bisschen und dann überlegen wir uns, wann wir das am besten der Miss Veronica vorsetzen. Ja, okay. Gut. Ja, Samantha und Andrew, ihr fahrt zurück zum Hotel. Seht das Licht in den, eurem Apartment, also ihr habt so ein Apartment-Komplex halt mit mehreren Zimmern, dass da Licht brennt. Ja, eigentlich wollten wir noch was essen gehen. Ja. Die Frage, gibt es in der Stadt irgendwie sowas wie eine Disco, Nachtclub, außer der Rockerkneipe, die geschlossen ist und dem Pub von Karl? Stimmt, also es ist, wenn nicht, dann auf jeden Fall eine Bar. Also ich sag mal so, du wirst auf jeden Fall nicht die großen Schwierigkeiten haben, jetzt irgendwas zu essen zu finden. Gut, dann würden wir nämlich zuerst mal essen gehen. Oder ich will essen gehen. Gut. Unabhängig davon, was Andrew will. Gut. Also kannst gerne den Hunger runterziehen. Okay. Müssen wir jetzt nicht große würfeln. Ich denke, Gut. Das ist kein Ding. Und dann können wir zum Hotel zurückfahren und sehen da das Licht. Genau. Ja, dann würde ich mal an die Tür klopfen, wo das Licht ist. Ja, Dr. Angela ist klopft. Ja, dann machen wir auf. Dann mache ich auf.
Hi, habt ihr was rausgefunden? Wir haben da so einen Typen im Hinterzimmer, der gesehen hat, wie unser Ziel eine ganze Bar zunichte gemacht hat, nachdem sie ein paar Fragen gestellt hat, die keiner beantworten konnte. Ach, das war der Grund für den Ausraster. Ja, hat sie sehr effektiv gemacht. Wir haben die Spuren davon gesehen. Oh, wie sah es denn aus? Sehr blutleer, die Leute da drin. Und alle tot. Ah, dann hat er vielleicht tatsächlich einen Grund, so aufgeregt zu sein, wie er wirklich ist. Der hat die ganze Zeit rumgeflennt. Mich wundert nur, dass er davongekommen ist. Er stand an der Tür. Wahrscheinlich hat er einfacher Glück gehabt, so schnell wie möglich wegzukommen. Ah, ein Hasenfuß also. Ja, eindeutig. Und was habt ihr jetzt mit ihm vor? Oder hebt ihr ihn nur als Snack für später auf? Wir sind überlegen, ob wir ihn zu Veronica bringen, weil offensichtlich hat unsere Vampirin, die wir suchen, Maskeradebruch begangen. Und er ist ein Zeuge. Das heißt, er muss sowieso weg. Guter Plan. Dafür müssen wir ihn doch nicht beseitigen, meldet sich Andrew. Nein, nein. Ich habe keine komischen gedächtnisverändernden Fähigkeiten. Ich kann da nicht helfen. Er schaut so ein bisschen böse Richtung, Richtung John. Hey, das macht keinen Spaß. Ja gut, aber wir können ihn doch einfach zu Veronica bringen. Ich weiß jetzt nicht, wo das Problem ist. Echt, genau. Erst einmal stimme ich Sam machen. Zu. Ist vor allen Dingen einfach ein Beweis dafür, dass wir unsere Arbeit machen. Na, was heißt, da kann uns auf jeden Fall nicht schaden. Weiß nicht, habt ihr noch irgendwas Interessantes herausgefunden? Wir waren im Trailerpark. Da lebt ein sehr seltsamer Typ, der irgendwas von Aliens gefaselt hat. Aber was ganz interessant war, dass dort das Gesundheitsamt unterwegs war. Und wir sind dann in einen von den Trailern eingestiegen und haben dort ein sehr blutiges Sommerkleid gefunden, was offensichtlich nicht zu den Männerklamotten gepasst hat, die dort rumlagen, und auch nicht zu dem Typ, der später dort angekommen ist. Der wollte uns leider aber nicht wirklich sagen, ob er eine Anna kennt. Also ist auch einer von uns. Okay. Aber ich glaube ihm nicht so ganz. Ja. Also der ist irgendwie völlig ausgetickt, durch die ganze Stadt gerast. Wir sind hinterher und vielleicht sollte man ein Auge auf den haben. Ich wollte später sowieso nochmal zum Trailerpark, weil die Gang, mit der ich mich getroffen habe, hält da irgendwie noch so ein kleines Meeting heute Abend. Und ich habe herausgefunden, dass es wohl einen Typen gibt, vor dem alle Angst haben, der sehr suspicious rüberkommt, der auch gerne mal bei solchen raudischeren Meetings vorbeischaut. Und der wohl auch irgendwie mit Anna zusammenhängt, die übrigens, wie ich herausgefunden habe, vor allen Dingen nach irgendeiner Person namens Edo oder so gesucht hat, aber es sagt mir nichts und auch Jammerlappen da hinten konnte mir nicht sagen, wer du ist. Nur, dass er irgendein Niederländer, Holländer sein soll und er mit diesem Malcolm, von dem alle Angst haben, was zu tun haben, und irgendwie ist das alles miteinander verwoben und ich glaube, das ist ein guter Hinweis, den wir nachgehen sollten. Meint ihr, wir können die Heulsuse ein bisschen allein lassen? Weil dann würde ich sagen, fahrt ihr beide zum Trailerpark? Ich beschreibe dir den Trailer, in den wir eingestiegen sind, dass ihr euch da in der Nähe auch mal umschauen könnt. Wir würden euch damit ein bisschen Abstand folgen und nicht mehr komplett in den Trailerpark reinfahren, sondern einfach in die Zufahrtsstraße und dort warten, falls sich jemand aus dem Staub machen möchte oder so, dass wir den abfangen können. Ich denke schon, dass wir den hier lassen können. Vielleicht auch ein bisschen besser einpacken. Dann bringe ich den Gast in die Kirche. Zu Veronica. Oder so. Wer schlägt das vor? Andrew.
Nee, du kommst mit mir mit. Wir gehen wieder Richtung Trailerpark. Der kann hier noch ein paar Stunden alleine bleiben. Seid ihr irgendwie an der Hüfte zusammengewachsen oder so? Nee, aber jetzt überleg mal. Du sagst, die Gang macht sich auf den Weg in den Trailerpark. Denkst du, ich kann die allein aufhalten, wenn die Türmen wollen? Ich und John wären ja auch immer noch da. Ihr sollt ja reinfahren. Ja, direkt und dort ein bisschen aufmischen. Vielleicht ja, warten wir erstmal, bis der Dicke wieder da ist. Das können wir auch machen. Wir könnten warten, bis der Dicke wieder da ist. Der könnte auch helfen. Der hat zumindest noch so ein bisschen den Einschüchterungsfaktor. Oh, nach allem, was ich gesehen habe, meint John, haben wir schon jemanden, der Einschüchterungsfaktor hat. So? Ja, aber immer erst so an zweiter Stelle. Von mir aus können wir auch auf den Dicken warten. Wobei wir nicht wissen, wie lange er noch braucht. Wir können ihm eine Notiz hinterlassen, oder? Lesen kann er doch. Oder ist das jetzt zu viel verlangt? Ich bin mir nicht sicher, mein John. Ich glaube schon. Andrew, kann der Dicke lesen? Natürlich kann er lesen. Man weiß ja nicht. Dann hinterlassen wir ihm doch eine Nachricht. Gut. Und ergänzen. Und währenddessen macht sich der Typ hier aus seinen Fesseln raus und türmt und verpfeift uns alle. Wieso sollte er das tun? Den müssen wir nur richtig verpacken. Komplett ausziehen, in die Badewanne werfen, damit er nichts ist, wo er das aufschubbern kann. Ich meine, noch jemand Hunger? Keiner hat gesagt, dass wir ihn komplett voll bei Veronica abliefern müssen. Notfalls kann ich ja nochmal ausnocken, dass er nochmal für ein paar Stunden am Pennen. Ja, nee, hat noch jemand Hunger? Ist doch eine gute Gelegenheit. Ich bin noch satt. John? Andrew? Andrew schüttelt den Kopf und geht in den Nachbarraum. Also liegt der Typ noch in dem Raum hier? Also bei uns. In welchen Raum geht Andrew genau? Ja, in das euer Schlafzimmer quasi. Okay. Ja, dann knock ihn nochmal aus, vielleicht können wir ihn später noch brauchen. Ja. Wer weiß, was da passiert. Bam! Naja, nee, dann. Na. Ja. Wieder K.O. Es tut mir fast ein bisschen leid für ihn. Aber nur fast. Aber nur fast. Tja. Wie leid tut es dir denn? Also jetzt mal ehrlich. Ist das was, was Dr. Angela einfach so macht? Jemanden einfach so verschnüren, ausnocken und nachher wahrscheinlich dem sicheren Tod ausliefern? Sie hat schon so ihre Bedenken dabei, aber sieht das gerade als das kleinere Übel an. Ich glaube, als jemand, der dabei steht, wenn eine Frau quasi kurz davor ist, vergewaltigt zu werden und Schmiere steht dafür, ich glaube, da hat die keine Probleme mit. Das stimmt auch wieder, ja, weil so habe ich mir tatsächlich auch gedacht. Okay, ich frag nur. Ja. Und Sam ist mal damit auch einverstanden, ne? Die hat es ja vorgeschlagen, ne? Oder ist es, ja. Okay. Ich meine, solange man niemanden tötet? Naja, wenn er ihn ausliefert, ist er... Naja, ich muss aber auch in meinen eigenen Arsch denken. Ja, also machst du das, weil du an deinen eigenen Arsch denkst? Ja. Okay. Dann würde ich sagen, gibt's einen Strain dafür. Also, um das den Zuschauern mal zu sagen, wenn Vampire etwas Unmenschliches tun, kann es sein, dass sie Humanität verlieren. Sie bekommen dann in dem Fall etwas, was sich Strain nennt. Und am Ende der Session wird dann gewürfelt, ob Samantha deswegen Humanität verliert oder nicht. Ich meine, es ist immer kein Problem. Ihr könnt, ich diskutiere da gerne irgendwie mit euch drüber, aber es ist halt, ne? Ja. Manchmal tun Vampire einfach auch Dinge, die nicht menschlich sind. Ja.
Gut, dann schwenken wir nochmal rüber zu Isaiah, der ja in einem im Freudentaumel zurück nach Hause unterwegs ist. Yeah! Genau. Wir haben jetzt wahrscheinlich irgendwas nach Mitternacht, ne? Ne, wir haben schon fort, also es ist schon eher Richtung Sonnenaufgang. Okay. Also auch wenn die anderen jetzt gleich zu der Party fahren, werden sie da nicht lange bleiben können, bevor die Sonne aufgeht. Okay. Weiß ich, wo die im Moment alle rumhängen? Nee, ne? Die sind alle irgendwie. Ja, du weißt, wo das Hotel ist, wo sie halt abgestiegen sind. Ja. Das Problem ist, ich erinnere mich nicht mehr, ob wir, weil es halt schon wieder zwei Sessions her ist, was wir ausgemacht haben, ob und wo wir uns treffen, wenn wir mit dem fertig sind, was wir machen wollten. Hatten wir da was? Ich glaube, wir wollten uns erstmal bei dir im Büro wieder treffen, bevor wir dann zu Veronica gehen. Okay. Ja, also ich würde erstmal wieder zu meinem Büro gehen. Mhm. Und ich würde versuchen, ein Taxi zu kriegen. Und wenn das nicht geht, dann laufe ich halt. Ja, okay. Dann fährst du mit dem Taxi, solltest du auch kein Problem haben, eins zu finden. Leider ist Bruce gerade mit was anderem beschäftigt, aber ein anderer Taxifahrer fährt dich dahin, wo du hin musst. Ja. Ich frage den Taxifahrer. Oh, interessant, ich dachte, Ihr Kollege, wie hieß der, Bruce macht die ganzen Nachtschichten? Bruce? Ja, auch. Kennen Sie den Kollegen? Ja. Netter Typ? Geht so. Lächelt so, dann später. nachdem ich dann feststelle, dass quasi in meinem Büro noch jemand da ist und da das ja quasi so der Treffpunkt ist, und ich denke mir, eigentlich sollten die alle eigentlich mittlerweile fertig sein, denke ich mir, gut, gehst du mal zum Hotel. Ja, erstmal bist du im Büro und schaust ja erstmal nach. Genau. Und was machst du denn da so im Büro? Also gehst du nur rein, aha, keiner da, gehst wieder oder was? Ich gehe rein, guck mich kurz um, ich hab, glaube ich, noch eine. Ich habe keine Karte, wenn ich weglegen muss. Im Grunde genommen laufe ich kurz rein. Ich habe ja da im Grunde genommen nichts groß. Merke halt, dass irgendwie. Also ich gehe halt rein, setze mich hin, drehe im Grunde genommen eine Viertelstunde Däumchen und nachdem es so langsam klar wird, okay, da kommt jetzt keiner direkt. Mach mal Perception und Alertness. Ja, sehr gerne. Lass mich meine anderthalb Würfel würfeln, die ich dabei habe. Kannst du dann noch boosten durch dein Tier, wenn du magst. Perception und Alertness. Mhm. Ich finde Perception nicht. Zu doof dafür. Entschuldigung, das ist Wits und Entschuldigung. Wits und Awareness. Awareness, genau, ja. Awareness, ja, okay. Sure. Ja. Dann würde ich gerne mein Tier reizen. Mhm, dann mach den Wurf mal zuerst. Jawohl. D10 über 6. So. Ja, kein Problem. Du kriegst einen Würfel mehr. Ah, okay. Und dann sind wir mit 2 plus 1, also 3 Würfel. Bei 3 Würfel. Ich habe einen Hunger. Also der erste. Ah, 3 Erfolge. Okay. Easy. Ja, du sitzt da erstmal kurz, machst vielleicht noch so ein bisschen Papierkram oder so. Bist dann kurz davor, irgendwie wieder zu gehen und stehst auf von deinem Bürostuhl. Wie sieht das in deinem Büro aus? Hast du den Schreibtisch zum Fenster oder vom Fenster weg? Oder? Also die Fenster sind ja natürlich alle komplett zu, zum Teil
von innen genagelt, von außen halt so Jalousien runtergelassen. Und ich habe quasi zum Rücken, im Rücken das Fenster und dann davor den Schreibtisch. Und dann geht das quasi direkt geradeaus auf die Tür. Das heißt, wenn jemand die Tür aufmacht, sieht er quasi als erstes den Schreibtisch und mich hinter dem Schreibtisch. Mhm. Und dann gehen halt von dem Schreibtisch nach links, geht halt ein Raum ab, wo dann halt so ein Schlafeckchen ist. Mhm. Parallel zu diesem Schlafeckchen quasi ist halt so ein Badezimmer, aber das benutzt halt keiner. Okay. Ja, dann stehst du auf und dann willst gerade dann um den Schreibtisch herumgehen, um zur Tür zu gelangen. Und dann hörst du so eine tiefe Stimme hinter dir. Keiner sonst da. Gott. ich mach so ungefähr so. Das hier. Scheiße, Mann. Ja, wer bist du das? Quasi direkt vor dem Fenster hinter deinem Bürostuhl steht der Dicke. Alter. Wenn ich noch einen Herzschlag hätte, hätte ich jetzt keinen mehr. Boah. Wir wollten uns hier wieder treffen. Ja, ja, klar. Wie lief's bei dir? Schon spät. Ja, ja. Wie lief's bei dir? Gut. Okay, ja, bei mir auch. Ich habe gedacht, vielleicht gehe ich einfach mal gucken, ob die bei euch im Hotel sind. Nicht, warum so? Wir wollten uns hier treffen. Ja, wenn irgendwas schiefgegangen ist und sie mussten irgendwie konnten nur verlässlich nicht mehr hinkommen. Ich habe nur die ganze Nacht nichts von denen gehört. Was soll schiefgehen? Tja, ich kann es ja am besten will nicht sagen, aber ich habe in dieser Stadt die letzte Woche keinen einzigen Vampir kennengelernt und in den letzten 2 Nächten 8. Wenn das in dieser Rate weitergeht, dann kann ich mir vorstellen, dass... Hast du versucht, Vampire kennenzulernen? Ich war zurückhaltend, zugegebenermaßen. Siehst du. Okay, Dicker. Trotzdem, ich glaube, es ist... Naja, was hältst du davon? Sieh mal, meine ganzen Menschenreflexe sind schon völlig abgestumpft. In einem Hotel kann man anrufen. Vielleicht sitzt sie da. Gute Idee. Ich nehme mein Telefon. Ich habe tatsächlich so ein altes Wählscheiben-Telefon. Ich oldschool, Landline. Teile mir das und rufe bei dem Hotel an. Mhm. Ja. Während es klingelt, gucke ich noch zu dicken. Unter welchem Namen seid ihr eingecheckt? Weiß nicht. Doe? Doe, okay, alles klar. John Doe. Ja, John Doe, habe ich mir fast gedacht. So heißt der. Ja, ja, stimmt, heißt er so. Ich halte das für seinen Geburtsnamen. Seine Mutter hieß Jane Doe und sein Vater hieß... Ach, ist okay, Digga. Woher kennst du seine Mutter? Digga, wie lange bist du schon tot? Hast du vergessen, was Sarkasmus ist? Gab's das in deinem Jahrhundert noch nicht? Ich mag keinen Sarkasmus. Ja. Verstehe gar nicht, warum. Ich warte, bis es weiter klingelt. Ja, ist, stell ich jetzt so von ihm weg und sitze so halb oder halb angelehnt auf dem Tisch. Ja, du merkst, wie er sich so runterbeugt und so über deine Schulter schaut. So ganz creepy. Alter, das ist unangenehm. Kein Sarkasmus. Und so 2 Zentimeter weiter weg, so 10 Zentimeter weiter weg. Ja, es klingelt im Apartmentzimmer von der Coterie. Ihr seid noch nicht weg. Ich bin Gast.
Ja, dann gehe ich mein Telefon, ja. Ja, hier ist die Rezeption. Es ist ja ein Gespräch hier bei uns eingegangen. Nehmen Sie das Gespräch an. Hat der Anrufer seinen Namen genannt? Ja, Mr. Mr. Williams. Williams. Ja, gut. Ja. Mr. Williams, ich stelle durch. Vielen Dank. Ja. Was gibt's? Ich wollte eigentlich nur wissen, ob ihr in kritische Probleme gelaufen seid oder warum ihr noch nicht wieder hier bei mir seid. Wir sind noch nicht fertig mit dem, was wir erledigen wollten. Wir wollen uns jetzt gerade auf den Weg zum Trailerpark machen. Ja, also der Dicke und ich, wir sind fertig mit unserem Kram. Wir könnten einfach vorbeikommen. Ich Kommt war doch zuerst einfach zum Trailerpark. Hier, sagt der Dicke war zuerst, das soll ich ausrichten. Er ist ein ganz, ganz, ganz fleißiger, junger Mann in der Blüte seiner Jahre. Kräftig, schön. Hör auf mit dem Theater. Ist ja schön für den Dicken. Ich freue mich auch für den Dicken. Was haltet ihr davon, wenn ihr auch zum Trailerpark kommt? Angela und John werden reinfahren. Anscheinend will sich die Rockergang dort treffen. Und ich würde sagen, für den Fall, dass die irgendwie türmen wollen, könnten wir die Zufahrtsstraße blockieren. Also Andrew und ich, wir würden draußen eben an der Zufahrt warten und nicht mit reinfahren. Wir kommen auf jeden Fall zum Trailerpark. Wir schauen mal, wie wir das dann genau machen. Ich nehme an, der Dicke hat bestimmt noch tolle Ideen, was unsere Strategie angeht. Geht's allen gut? Geht's euch allen gut? Soll ich fragen vom Dicken? Immer noch tot, ja. Siehst du, keine Probleme. Keine Probleme. Also gut, dann treffen wir uns vorm Trailerpark. Bis später. Bis später. Wohin? Trailerpark. Die wollen noch schnell heute Nacht diese Rocker-Gang oder keine Ahnung, diese Kitty-Gang hochnehmen. Da scheint irgendwas mit der rothaarigen Frau zu tun zu haben. Gut. Hast du ein Auto? Nein. Das Auto hat Andrew. Habe ich Nachbarn, die ein Auto haben würden? Frage ist, wie viel hast du schon mit deinen Nachbarn geredet? So? Ich habe nicht viel mit denen geredet, ich habe halt nur die mal abends. Du musst wahrscheinlich keine Ahnung haben, ob die ein Auto haben. Wahrscheinlich haben sie ein Auto, wir hatten kein Auto. Ja. Ja. Wir können zu Fuß gehen. Wir können uns auch ein Auto leihen. Ja, oder eins nehmen. Bist du gut in sowas, Autos nehmen? Weil wenn ja, bitte, leg los. Okay. Stapft aus dem Büro. Ich gehe hinter den Dicken her und schließe das Büro ab. Und dann. Ja, geht raus, geht zum erstbesten Auto, schlägt die Scheibe ein. ich stehe halt so ein bisschen so da so. Okay. Ich gebe ganz ehrlich zu, das ist meine Schuld. Das ist absolut meine Schuld. Ich sage das auch zum Dicken. Das ist absolut meine Schuld. Ich hatte erwartet, dass Nosferatus subtil sind und versuchen solche Sachen mit, ich weiß nicht. Effektivität ist das Wort, was du suchst. Ja. Kannst du fahren? Ja. Bitte. Ich steige einfach, fahre. Er setzt sich nach hinten. Quetscht sich so dabei. Ich gucke mich noch kurz um, ob es hier irgendwo eine Kamera ist. Ist hier eine Kamera? Nein. Zumindest okay, siehst du keine. Das ist okay. Dann kann ich leben. Ich setze mich in das Auto und fahre weg. Boah, Alter. Ja, Mann, auf jeden Fall. Junge, Junge. Ja, ich fahr zum Trailerpark. Jeez.
Hier ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich halte die Geschwindigkeitsbegrenzung ein. Das ist ein geklautes Auto, ich bin nicht dämlich. Sehr gut. Wollten nur sicher gehen. Das sage ich übrigens auch. John macht das manchmal anders. John ist auch ein Dämlack. Vorsicht. Ich mag John. Passen aufeinander auf. Das ist schön. Das freut mich für euch, dass ihr so gute Freunde seid. Meine Erfahrung mit John ist halt keine besonders positive. Das kannst du mir sicherlich nachsehen. Und dann schüttelst du den Kopf und fahr weiter. Ja. Ja, ihr kommt ungefähr zu dem Zeitpunkt im Trailerpark irgendwie dann also auf jeder von euren Wegen irgendwie an, als Bruce gerade mit dem Prepper redet. Ja, ihr seht auch, dass das große Lagerfeuer, was die gemacht haben, die laute Musik. Also ich wollte mit Andrew wirklich an der Zufahrtsstraße bleiben, weil Bruce uns ja schon gesehen hat. Mhm. Ja, also das, wie gesagt, die sind so ein bisschen außerhalb vom Trailerpark, also kann man ganz gut auch von Weitem sehen. Ja, gut. Dann, wir bleiben einfach ein Stück weiter weg, stehen mit dem Auto. Mhm. Und Scheinwerfer aus und so. Ich würde schon in den Trailerpark reinfahren, vielleicht halt nicht direkt bis ans Feuer ran, aber halt so, ne, wo man halt das Auto mal gerade so stehen lassen kann. Dann drehe ich mich zum Dicken um und sage, halte ich irgendwie im Schatten. Ich schau mal, was da los ist. Okay. Wenn du den Eindruck hast, dass irgendeinem von unserer Gruppe, dass irgendeinem von unserer Gruppe helfen kannst, dann mach das natürlich, aber. Okay. Du bist ja doch eher eine imponierende Gestalt. Danke. Ja. Ich habe das auf keine Art und Weise negativ gemeint. Murmel ich noch zu mir und gehe weg. Ja, okay. Ja, das ist Samantha und Andrew bleiben also draußen sitzen. Angela und John. Wir fahren einfach mit dem Moped mitten rein. Ja, in den Sonnenaufgang, nein. Ja. Einfach mitten zu den anderen geht er gerade um ihr John genießt Feuerchen. Solange seine Hände an den richtigen Stellen bleiben. Oh, er ist ein Gentleman. Das weiß ich zu schätzen. Ja. Wie gesagt, ohne irgendwelche Zögerlichkeiten einfach mitten rein, dort wo die anderen ihre Mopeds und Motorräder auch stehen haben, einfach dahin und ja. Gucken, wie die dann darauf reagieren, dass da plötzlich so eine komische Ische antanzt, die niemand kennt. Ja, also es ist ordentlich was los hier irgendwie. Auch ein paar von denen, die du schon gesehen hattest, sind da. Aber wir gehen noch mal ganz kurz zu Bruce, weil der ist ja noch mein Prepper. Mhm. Also Harry, ganz ehrlich, das kannst du besser. Ich meine, vor einem Monat waren die auch schon hier. Was hast du gemacht? Ich kann nicht jedes Mal mit der Minigun hier rauskaufen. Henry, hast du mal die Menge an Leuten gesehen, die da gerade ist? Ja, habe ich gesehen. Aber das Gesundheitsamt ist doch jetzt hier. Du weißt, das Gesundheitsamt. Ich muss aufpassen. Wie das? Ist jetzt hier? Ja, in der Stadt halt. Ach so, ich dachte, die wären bei dir. Ich habe die Minigun nicht angemeldet. Ja. Du, ich kenne mich da nicht aus. Du hast mich eingekleidet, Mann. Du bist mein Lehrer, was das angeht, so. Polizei rufen oder so? Hab ich schon. Dreimal. Ja und? Naja, immer wenn ich anrufe, tippen sie irgendwas und sagen, ja, wir kümmern uns drum. Schüttel den Kopf. Das kenne ich. Obwohl ich eigentlich den Sheriff kenne, also ich habe einen guten Rat zu dem. Also, was hältst du von dem Sheriff? Hast du da auch eine Theorie drüber? Ist alles Teil des Systems. Ja, alle korrupt. Ja, das sowieso. Vor allem seit Trump. Furchtbar.
Nein, Trump macht das gut. Er schaut ihn so an. Aber so wie der Typ auftritt. Ja, macht das genau richtig. Sagt endlich mal einer die Wahrheit. Aber der ist doch schon komisch, oder? Gib's doch zu. So ein bisschen wie, als wäre er nicht von dieser Welt. Ja, das sind die alle nicht. Die ganzen Politiker alle nicht. So, was? Okay. Du, aber zumindest Frage. Hat man von Trump keine Beweisfotos wie von Hillary, dass er ein Reptiloid ist. Ach, die! Ja, die habe ich auch gesehen. Eine andere Frage. Henry, hast du in der letzten Zeit irgendwas Auffälliges gesehen irgendwie? Oh, kann man viele, mal Sachen, so? Viele Sachen habe ich gesehen. Jetzt vor allem heute. Heute. Ja, heute waren so zwei komische Gestalten bei mir. Bei dir? Gesundheitsamt. Ich weiß nicht. Genau. Oder von den Men in Black oder so. So sah nicht so aus. Sollen die von dir, die Minigun? Das habe ich mir auch gedacht, deswegen habe ich sie ja vorsichtshalber mal weggebracht. Gute Idee, gute Idee. Deswegen kann ich sie aber jetzt auch nicht rausholen. Für die Kids. Zum Tresor davon oder was? Ja. Psst. So. Ja. Schaut sich so. Henry, du weißt die Sachen. Keine Sorge. Ah. Wurden die dann von dir? Wenn ich dann eine Minigun, also ich. Ach, die haben was gefragt wegen den Trailern hier. Haben sich ganz besonders dafür interessiert für den einen, den sie abgeholt haben. Und für deinen. Ich habe sie gesehen, wie sie um deinen herumgeschlichen sind. Henry! Ja, und ich schub's ihn so. Mann, Henry! Ja? Bist du noch Nachbarn? Sagst du nein? Was denn? Henry, wenn jemand meinen Trailer will, dann sagst du nein. Nicht daheim. Ja, hab ich doch. Ehrlich? Ich schaue ihn so eindringlich an. Na gut. Und, wann ist die bei mir eingebrochen haben? Die haben mein Schloss aufgebrochen. Weiß ich nicht. Ich musste doch die Minigun wegbringen. Ich bin dann weggefahren. Ach, der Mini. Das sind doch Kollegen. Mhm. Ich meine, du hast mir sogar eine Knarre geschenkt, Mann. Mhm. Hast du sie noch? Er überlegt so ein bisschen. Sie war in der Wohnung. Scheiße! Und ich bin dann so. Henry, ich danke dir! Und ich klopfe ihm so auf die Schulter. Also, fuck! Mhm. Dann gehe ich so zurück zum Trailer. Ja. Und ich schließe die Tür, die sich ja nicht richtig schließen lässt, und mache einfach nur so zu. Boah, der wird immer verrückter. Und dann gehe ich rein und suche mal nach der Knarre. Ja, die ist noch da, wo du sie hingetan hast. Oh, puh. Die hat mich an die Bullen verpfeifen können. Und dann stecke ich mir die wieder ein. Und jetzt gehen wir zum Fest. Du meinst zu den Jugendlichen draußen, oder? Mhm. Ich dachte eher, wir machen sowas wie ein Spaziergang oder so. Also das sind immer diese Gangs. Die Gangmitglieder sind immer... Können ja zumindest freundlich fragen, ob sie ein bisschen leiser machen können. Er schaut sie so ein bisschen an. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Hey, wir können ziemlich... Ja. Du kannst ziemlich... Also, ich bin ja noch jung. Mhm. Ich will so ein bisschen du musst das auch lernen. Ich will das lieber mal anders lernen. Wollen wir nicht lieber einfach spazieren gehen oder so? In der letzten. Außer du willst nicht, dann zieht er sich so ein bisschen damit. Ja, okay. Muss. Dann gehen wir halt spazieren. Wo willst du da hingehen? Willst du da hingehen? Ich will meine Ruhe. Ja, wenn wir spazieren gehen, haben wir unsere Ruhe. Ich kenne einen schönen Weg da über den Hügel. Einen kleinen Berg. Gut. Dann lass uns dahin gehen. Siehst du. Innerlich klopft er sich wieder so ein bisschen in die Schulter. Ja, dann, ich habe ja noch wahrscheinlich diese Einkaufstüte gehabt, da wo Anzug und die ganzen neuen Sachen drin sind. Mhm. Wo würde ich die erstmal rein und ich sage so, einen Moment. Dann hol ich die aus dem Auto und
ja, würde ich halt dann draußen im Trailer wieder so auspacken. Ich habe mir auch noch so ein komplettes Set quasi einmal geholt. Für $200 waren das so. Mhm. Dann zeige ich das so. Ach, übrigens, hier, ich habe sogar Arbeitskleidung geschenkt bekommen. Ich war den feinen Herr Plaber wohl nicht schick genug angezogen. Schick? Ja, ich halte den so vor mir hin. Und, das hatte ich, glaube ich, das letzte Mal zu meiner, zu meinem Abitur an oder so. Und er guckt so, oder zu meinem Abschluss an. Guckt sieht so. Nicht nach dir aus. Ja, ich weiß. Ich bin mehr so der Hosenträger-Typ vielleicht. Und er guckt so in den Spiegel, sich. Hm. Naja. Und dann hängt die das ganze Ding in den Schrank. Ah. Sieht sich dann irgendwas anderes an. Er war ja auch relativ schick mal gekleidet, weil der gegangen ist. Dann zieht sich einmal unwahrscheinlich so ein Hoodie oder sowas, was unauffällig ist, und dann, ach, wollen wir? Pack an die Schulter. Gehen wir. Ja, streich so meine Hand nachher aus und dann so. Ach, Moment, warte mal. Jetzt fällt mir gerade ein, die Tür ist ja am Arsch. Ne, würde ich halt so, haben wir die Bude einfach so gehen lassen? Oder hast du, überlegt, wollen wir vielleicht das Fenster gehen oder so und die Tür irgendwie verriegeln von innen? Kann ja durch die Tür gehen. Weißt du, was ich meine? Nachher hauen wir uns hier komplett aus oder so. Man weiß ja, diese Gangs nie. Nachkommen ist auch egal, wir sind ja nicht allzu lange weg. Und dann würde ich losgehen. Ist irgendwas in dem Trailer, was du vermissen würdest? Er schaut sich so ein bisschen um. Das ist ja überall dieses improvisierte, diese Möbel und so. Schaut sich so um. Eigentlich nicht. Außer, warte. Er hat noch so, der geht dann zu seinem Schrank und hat dann noch vielleicht so eine Decke. Mhm. Also, die habe ich Boogie eingewickelt, als er zu mir kam. Ich verstecke die einmal ganz kurz. Moment. Weil ich die Decke so zusammen fühl die nochmal, aber es ist ja eher so diese Erinnerung an, wie sich diese Decke anfühlt. Ich habe mir das vorgestellt. Dann falte ich die so zusammen und will die dann wahrscheinlich unter das Bett oder so packen. Dann, als ich die dann drunter tun möchte, steigt diese Decke so ein bisschen an und denkt darüber so ein bisschen nach. Und wenn der jetzt schnaufen ohne Blut daraus oder schnaufen so, schiebt die dann unter das Bett und ganz hinten an die Wand oder unter das Bett, ja, schiebt die so zwischen zwei Matratzen auf den Boden und ja, geht dann raus. Du mochtest Boogie, oder? Klar. Das war mein Tier. Er war ganz nett. Er konnte mich, glaube ich, nicht so, obwohl. Ja, mich auch nicht mehr. Ach, das war das erste Lebewesen, das ich hier kennengelernt habe. Das war ein. Und da will ich schon währenddessen so rausgehen. Das war, glaube ich, die zweite Nacht, die ich hier war, und ich habe bei den örtlichen Läden nachgefragt, wo ich da arbeiten könnte, und kam gerade wieder von der Absage, und dann ist mir halt diese Katze über den Weg gelaufen und hat mich bis nach Hause verfolgt. Es war ein Regen, das weiß ich noch. Es war vor, und er denkt so ein bisschen, sag ich nach, knapp 4 Jahren oder so. Ja, dann hat er mit mir gelebt. Ich hatte einen Hund. Schau sie an, ein Hund? Hat mich verteidigt, als sie kam. Sie haben ihn umgebracht. Tut mir leid, und ich will zu meinen Armen über die Schulter legen. Tut mir leid. Gut, dass du Boogie weggebracht hast. Ja. Ich vermisse ihn. Ich habe mal wieder überlegt, ob ich die alte Lady nicht fangen kann, ob ich
die ich mir nochmal anschauen kann oder so. Oder warum nicht? Sie fragen, wie es ihm geht. Ja, das mache ich nächste Nacht. Jetzt sind wir ja gerade so. Spaziergang. Geht dann so die Arme wieder weg. Und ja, so macht, so ein, macht sie den Arm so irgendwie. Mhm. Ja. So ein bisschen verlegen lässt er das dann so mit sich machen. Und man merkt so, er kennt das nicht. Das hat ein wenig überfordert. Lehnt sich so an dich, macht, legt den Kopf so auf deine Schulter und geht dann den Trailerpark entlang. Genau. Wie weit von dem Treffpunkt entfernt ist, seid ihr gerade? Ah, der also, Trailerpark ist nicht sonderlich groß, also das wird nicht so weit sein. Das Ding ist, weil Sam hat mir gesagt, wie seine Behausung aussieht. Mhm. Kann ich das von quasi diesem Lagerfeuer aus sehen? Würde ich ihn sehen, wie er rausgeht? Nee. Beziehungsweise generell würde ich die beiden sehen, wenn also, die ja entlang wenn du, gehen. Wenn du auf die Umgebung achtest, kannst du ja mal Wits und Awareness machen. Wits und Awareness. Dann schaue ich mal, ja. Ob du so genug darauf guckst, dass du den Hügel im Blickfeld hast, wo die beiden gerade hochlaufen. Crit. Ein Crit, ja, dann wirst du das auf jeden Fall mitkriegen, ja. Mit 4, 5 Erfolgen, ja. Okay. Du hattest Hunger 1, ne, nicht Hunger 3. Ich hatte Hunger 1, ja. Gott sei Dank. Okay, ich sehe die beiden. Sehe ich auch, dass die aus dem Trailer rausgegangen sind, da halt auf die Beschreibung von Sam passt. Wie gesagt, den Trailer kannst du von hier aus nicht kannst sehen. Da sind ein paar andere dazwischen, aber du siehst halt ein Pärchen, was so den Hügel hochgeht. Und du kannst auch erkennen, dass ja einer so ein Typ halt mit Hoodie und eine Frau mit roten Haaren. Ich stupse John mal an. Hm? Bier? Deute in die Richtung zu den beiden. Rote Haare? Mädel? Lebt im Trailerpark? Könnte? Ich werde dir eine Frage. Ja. Wo bin ich gerade so verortet? Ja, du kommst Vorstellung von diesem Trailerpark. Kommst gerade auch bei dem Fest an. Und du wolltest ja in den Trailerpark reinfahren. Das heißt, du hast vielleicht auch in der Nähe von Bruce Trailer geparkt und da hast die vielleicht auch rauskommen sehen. Sehr gut. Ich würde den beiden folgen und ich würde dabei gerne Silence of Death benutzen. Mhm. Das ist eine Obfuscate. Fähigkeit, Disziplin, Dingens, wie auch immer, die besagt, dass man mich mit normalen Mitteln nicht hören kann. Mhm. Also so normalerweise. Ja, und dann würde ich den beiden folgen. Ich möchte halt erstmal so ein bisschen beobachten von der Seitenlinie, über was die beiden so reden, wo die beiden hingehen, ob da irgendwas Auffälliges wäre. Gut. John meint irgendwie, ich bleib hier und halt die Stellung. Mach das. Gut, dann würde Isaiah den Pärchen folgen? Ja. Ich sehe die, denke mir, ach, rote Haare. Mhm. Den kenne ich ja auch irgendwo her. Und der beste Taxifahrer der Welt. In der Tat. Mhm. Was für ein Zufall. Dann ich bin natürlich absolut nicht passend angezogen. Ich bin immer noch im Anzug. Aber ja, gut. Ja, du das musst ja jetzt auch nicht mehr auf das Rockerfest. Genau. ich gehe den beiden auch quasi hinterher. Ich kümmere mich gar nicht so sehr darum, irgendwie mich zu verstecken oder so. Mhm. Gehe einfach nur hinterher und nehme auch Angela gar nicht wahr und John auch nicht so in der Situation. Ja, der ist ja auf dem Fest weiter. Der John. Genau. Deshalb, den Dicken nimmst du auch nicht wahr. Nee, den auch nicht. Der ist bestimmt auch irgendwo da. Ja. Davon gehe ich fest aus. Irgendwo.
Nachdem ich vorhin so subtil an Obfuscate erinnert wurde. Ja. Gut, dann, ja, Aisea geht relativ normal dem Pärchen hinterher. Die wandern halt so einen kleinen Hügel, was abgelegen ist, hoch so in den Mondschein hinein. Ganz romantisch. Ja. Dr. Angela macht so einen weiten Bogen, kommt von dem Feuer her. Aisea eher von auf dem Weg hinterher. Aber Bruce kann da mal Wits und Alertness machen, ob er Aisea bemerkt, dass er verfolgt wird. Wits und Awareness oder Awareness? Awareness, ja. Also, anderes gibt's nicht mehr. Ich spiele zu viel durcheinander. Bei der V20 mache ich immer V5-Regeln und umgekehrt. Ja, zwei Erfolge. Ja. Dann mach mal Aisea, wenn du willst dich nicht verstecken, ne? Aisea? Wolltest du? Nee, ich verstecke mich nicht. Dann wirst du Aisea auf jeden Fall wahrnehmen. Die ja. Zwei Folgen. Ja, ich bin dabei. Ich bin ja vor allem hierher gegangen, weil ich finde die Natur so toll und warte mal. Und dann drehe ich mich so ganz kurz um, so, so ein bisschen heimlicher. Und dann so. Siehst einen Anzugträger hinter dir herlaufen. Erinnere ich mich noch an den? Ist ja auch bei mir eingeschrieben. Sag, er hat das rechte Trinkgeld gegeben. Stimmt, er war der reiche Schlüssel, der nicht kein gutes Trinkgeld gegeben hat. Ja. Die Leute weg. Das war ein ganz normales Trinkgeld. Aber nicht so gut wie der andere. Ja. Ich weiß nicht, also ich werde das Gesicht wahrscheinlich irgendwann mal gesehen haben. Und schau so. Also, Bruce versucht heimlich nach hinten zu schauen. Du bringst jetzt an, weil. So. Den kenne ich. Wen? Der Typ, der hinter uns ist. Den habe ich beim Taxi mitgenommen. So ein ekelhafter Schnösel. Schaut sich um, kurz. Anzugträger. Ja, ich schaue mir den mal so an. Ist das so ein Anzugträger wie vom Gesundheitsamt? Also Aisea ist wahrscheinlich substanziell schmaler als die meisten Leute vom Gesundheitsamt. Ist halt eher so ein Lauch. Ja. Gut, Boosten aus an. Na, aber nicht wie die. Die waren kräftiger als der. Sehr hohen Stange. Komm, lass einfach weitergehen. Lass mal abbiegen, wenn er uns weiterfolgt, dann wissen wir, dass er uns verfolgt. Genau. Ich würde da hinten ist so eine kleine Senke reingehen. Und dann würde ich so ein bisschen, wie man das so kennt, so ein bisschen dieses auf Spielspärchen tun, so vorlaufen, dann so einen Abhang runterrutschen, dann und sehen, komm mit! Und dann laufe ich so vor. Mhm. Geh quasi so einen Abhang runter und so einen kleinen Weg lang und dann so ein kleiner Pfad hinter dem Hügel so. Und ja. Und so ein bisschen Abstand gewinnen halt. Ja, also ja, läufst du hinterher oder nicht? Ich lauf hinterher. Ja. Dr. Angela, du umkreist das Ganze, siehst die beiden, wie sie jetzt irgendwie so einen Haken schlagen, in so einen Hügel heruntergehen und wie Aisea auf der Bildfläche auftaucht. Ja. Sehe ich sie eigentlich? Nein, sie ist sehr sneaky unterwegs. Okay. Also, beziehungsweise sehen könntest du mich eventuell schon, also wenn du genau in meine Richtung siehst. Möchtest du sie sehen? Du würdest halt nicht hören, dass da jemand ist. Ich könnte theoretisch quasi direkt neben dir herlaufen. Und solange du nicht irgendwie Auspacks benutzt, eine Fähigkeit davon, würdest du halt mich nicht hören einfach. Okay, naja, dann merke ich nicht. Ich bin voll konzentriert auf Bruce. Ich verdrehe auch nur meine Augen. Du musst ja wieder alles komplizierter machen hier. Folge aber halt im Endeffekt auch, nur halt nicht ganz so auffällig. Für den Fall, dass es eskaliert, kann ich immer irgendwie dazwischen springen oder sowas. Ich stelle mir das einfach gerade super schön vor, so weißt du, so Bruce und Anna laufen einfach so vorne weg, zwei gucken die ganze Zeit so nach hinten und sehen halt Aisea und einfach so 2 Meter hinter Aisea, so quasi ohne Abstand, läuft einfach Dr. Angela, hat auch mal einen halben Meter hinter Dr. Angela, läuft so der Dicke und wundert sich.
So. Ist die alle taub? Ich laufe mehr so, ich weiß nicht, ist da irgendwas an Bäumen, Mauer? Nee, an Bäumen ist da gar nichts. So ein bisschen verstecken können. Das ist Wüste. Ein paar Kakteen, also es ist schon wirklich außerhalb, okay, ich wusste jetzt nicht, wie außerhalb das schon ist, ob das noch in der Stadt ist oder wie ich da irgendwo, aber nee, ich, ja. Dann sag ich, ja, Bruce, der folgt euch. Ja. Gut, dass du die Knarre mitgenommen hast. Ja. Was will der denn schon? Oder... Nee, er guckt so ein bisschen wieder nach hinten. So ganz unauffällig so. Er verfolgt uns. Und dann deutet er so zu Anna und zieht so seine Knarre aus dem Dingens. Für den Notfall. So wie der aussieht, kann er sich mit uns eh nicht messen. Das stimmt wohl, ja. Konfrontieren wir ihn oder gehen wir weiter? Erstmal nochmal, warte, das da lang. Und ich deute halt nochmal so einen Weg halt. Ja, aber das ist halt jetzt sehr, sehr hügelig da. Ja. Und also, folgt mir einfach schnell, ich kenne mich hier gut aus. Und dann würde ich halt wieder, ne, also stellen wir es halt so vor, nachdem wir in den Hügel gegangen sind, haben wir erstmal unser Tempel wieder ein bisschen gedrosselt geguckt. Und dann, wenn ich die wieder sehe, würde ich dann wieder, komm mit. Dann gehen wir noch einmal weil so ein Weg runter, so einen schnellen Schritt. Mhm. Und dann schlagen wir quasi ganz viele Haken einmal. Ja, also Eisher, sie haben dich anscheinend bemerkt, sie schlagen auffällig viele Haken. Ja. Aber der feine Schnösel kennt sich nicht aus. Ich erinnere mich ja auch an Bruce, ne? Ja, hat es ja eben schon gesagt. Ja, ja. Ich, wie weit, also ich schätze mal, wir sind so 20 Meter oder sowas auseinander, wahrscheinlich. Mhm. Wir sind jetzt ja so weit draußen, dass jetzt hier irgendwie ist jetzt im Meerraum, mehr ist ja jetzt keiner, ne? Nee. Angela und. Ja, vielleicht der Dicke. das ist der Moment, wo ich rufe und winke, so, wenn die mal zu mir zurückgucken. Bruce, sind Sie das? Entschuldigen Sie, Bruce? Ja, das würde ich aber schon nicht hören. Anna, geh da, das flüstere ich dann zu dir. Geh da hinten links rum um den Hügel und dann wartet auf mich. Mach das eben. Lass dich nicht allein. Oh, er macht so Augen nach oben. Na gut. Schade. Bleibt so ein bisschen so versetzt hinter dir stehen, schaut jetzt so quasi ja, genau. So an dir vorbei. Und schaut ja, so, also wenn Isaiah die beiden sieht, siehst du irgendwie, also Bruce hat so ein genervtes Gesicht, wahrscheinlich, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber die Frau, die hinter ihm steht, die finster, also wenn Blicke töten könnten, dann wärst du jetzt tot. Ja, ich bleib dann auch erstmal so angewurzelt stehen, dreh mich dann auch so schnell um. Entschuldigung, gibt's ein Problem? Bruce! Es ist gut, Sie zu sehen. Wie geht's Ihnen? Erinnern Sie sich? Isaiah, mein Name. Wir hatten vorgestern das Vergnügen. Ich hab bei Ihnen mit Taxi gefahren. Hab heute Abend einen Ihrer Kollegen getroffen. Das ist ja toll für Sie. Was wollen Sie von mir? Witziger Zufall. Eine Bekannte von mir sucht nach einer rothaarigen Frau namens Anna. Und ich wollte fragen, ist das Anna? Und sehen Sie, ich habe sie gerade vorbeigehen sehen, als sie im Trailerpark waren. Ich wollte das, ganz kurz. Das ist Gesichtswürfelzeit. Ja. Okay, cool. Ich gehe, ja. Man merkt so ein bisschen. Bruce möchte quasi, dass Anna ihn loslässt. Erstmal so, und schubst sie, also jetzt nicht so fest, aber schubst so ein bisschen. Gehen auf sie zu. Ja, was das angeht, dann würde ich quasi auf
auf diesen Eisdayer zugehen und ihn dann, macht er das jetzt elegant, am Hals packen und einmal auf den Boden schlagen und auf den Boden werfen. So. Ach komm schon, nicht mit der Waffe. Du hast doch extra eine Knarre dabei. Nee, aber das ist ja so ein Lauch, den kriegt man auch so klein. Ich will mal einfach nur packen und damit Gewalt auf den Boden scheißen und dann verdammt nochmal, was wollt ihr von mir? Warte mal, bevor das Papier passiert, wenn ich sehe, dass er auf ihn zu rennt, möchte ich Fleetness benutzen. Nee, ich renne nicht auf ihn zu. Ich gehe ganz normal auf ihn zu, so. Achso, okay. Was das ist. Und wenn ich dann so direkt vor ihm stehe, würde ich das dann halt relativ schnell halt packen und dann. Ich würde gerne auch noch was machen, ja. Ich würde nämlich gerne Dominate benutzen. Denn wenn man so auf mich zuläuft, dann guckt man mir ja bestimmt auch in die Augen. Genau, ich auch, weil ganz normal. Also wenn man auf mich zugeht und sich auf den Weg in mein Personal Space macht, dann guckt man mir wahrscheinlich auch in die Augen. Mit der typischen Armlänge Abstand. Und warte mal, ich hatte hier irgendwo noch die Regeln gelesen, wie das ist, wenn man using dominate in combat or in other frantic situations limited to people attacking or otherwise interacting with the user directly. Okay. Ja, also ich würde sagen, dass das geht. Ich würde ganz gerne einen Rouse-Check machen und Mesmerize machen. Ich weiß nicht, ob wir das einfach als vergleichenden Wurf machen mit, ob er mich kaputt macht. Das ist einfach ein W10, ne? Und dann Hunger steigt. Okay, was muss ich würfeln für Dominate? Achso, ich dachte, das ist für das Dominate von ihm. Bin mal wieder gemutet, ja. Strength und Brawl, für Dominate kommt dann, wenn es durchkommt, kannst du nochmal gucken. Okay. Da würde ich doch gerne auch mal ein Tier für reizen, weil Bruce doch selber sehr gereizt ist gerade. Und auch dein Hunger steigt. Nicht ein dieser raus. So, und jetzt bitte zwei Crit-Fails oder so. Das wäre so gut. So, ich würde sagen, zuerst der Bruce mit seinem Wurf, dann wenn wir nicht alle gleichzeitig. Aber du kriegst einen Würfel mehr. Ich krieg einen Würfel mehr? Ja, du hast ja gerade auf dein Tier zugegriffen. Achso, ja, dann warte, da muss ich noch ein. Jetzt ist gerade doof. Soll ich nochmal einen Einzelnen? Ich mach mal nochmal einen Einzelnen. Ja. Du hast jetzt schon zwei Erfolge. Drei Erfolge. Möchtest du Willpower ausgeben, um drei Würfel nochmal zu würfeln? Ja, doch. Ja, schon. Okay. Dann würfel nochmal drei neu. Die 2, die 5 und die 3 kannst du ja neu würfeln. Genau. Ja! Yo! Okay. Das heißt, er hat jetzt 3, 4, 5. Dem 13 hat er einen 6er Bonus. Du hast einen 8. Du hast 8 Erfolge. Yikes. So, bitte, Isaiah. Ich rolle mich weg und sterbe. Sag ich doch, es ist ein Lauch. Echt halt. Bruce regelt, jawohl. Ich würfle Manipulation plus Dominate. Ist das richtig? Bruce muss sich noch einen Willpower wegstreichen, ne? Das habe ich schon gemacht. Gut, ja. Manipulation plus Dominate. Macht das jetzt irgendwas, dass ich nur noch 4 Willpower oder so? Ich habe generell nur 4 Willpower. Okay. Ich habe das Tier gereizt, das heißt, ich habe zusätzlich zu meinen 7 normalen einen weiteren. Würfel mal eben den Rouse. Den habe ich ja eben geworfen. Das war für die Kraft, wenn du nochmal extra einen extra Würfel haben willst, dann musst du nochmal. Okay. Hast du völlig recht.
Ich muss mal gerade ganz kurz meinen Hunger konsultieren. Mhm. Nee. Wie viel Hunger hast denn du jetzt? 3. Okay, das ist böse. Okay. Ich würde gerne vorziehen, nicht gleich zu frenzien und versuchen, bloß zu snacken. Ich glaube, das einfach wollen alle im Chat sehen. Ich kenne mich mit Frenzy-Regeln gerade gar nicht aus. Ab wann besteht das Risiko, dass ich völlig durchdrehe? Ja, ab 4, 5, ja. Also 5 ist schon ganz böse. Also 5 ist schon so starremäßig. Ich bekomme auch mit 4 könnte ich auch dann höhere Chance auf Messy Critical und sowas haben, ne? Ja. Will ich das riskieren? Will ich das riskieren? Ja, doch, komm, whatever. Ich möchte gerne nicht auf den Boden geschmissen werden. Sehr schön. YOLO. YOLO, ja. Ja, und da geht der Hunger hoch auf 4. Oh Gott, ey. Jam. Ich kann ja nicht sagen, dass es nicht spannend wäre. Okay, cool. Trotzdem nehme ich dann die 8 Würfel. Ja, die ersten 4 sind Hungerwürfel. Ja. Oh, ich sehe Doppel-1, ey. Oh. Das war böse. 8, 10 über 6. Zeige mir, Orakel. Schade. Ja. Okay. Ich würde 4 gerne Erfolge neu würfeln. Ja, 3 Würfel kannst du neu würfeln mit einem Willpower. Das bringt mir ja nicht so viel, ne? Könntest du einen Crit würfeln. Ja, ich würde das gerne machen. Ich würde gerne versuchen, einen Crit zu würfeln. Mhm. Ich streiche mir einen. Also keiner der Hungerwürfel zeigt eine 1 oder eine 10, von daher ist ein bisschen da safe. Das heißt, ich muss aber jetzt du kannst keine Hungerwürfel wiederholen. Das heißt, du kannst nur 2 extra würfeln. Das heißt, du brauchst halt auf 2. Ah, okay. Bei den ersten 4 hast du ja Hunger. Das heißt, ich müsste quasi jetzt auch 2 Würfel und 10 würfeln, ja? Genau. Du kannst das die 2 und die 1 so wiederholen. Das ist ja gar nicht mehr so super wahrscheinlich. Egal, versuche ich es trotzdem. Ja, Willpower weg. Habe ich weggemacht. Und 2 Würfel neu. 2d10 6, zack. Immerhin nochmal 2 Erfolge drauf, aber das reicht nicht. Bevor Icea irgendwie seine vampirische Macht zur vollen Gänze entfalten kann, er hat nicht damit gerechnet, dass Bruce so schnell ist und so schnell heran ist. Ja, und Bruce, du nimmst ihn hoch und schmettert sie ja, da runter. Darf ich das ganz kurz so noch ein bisschen? Das ist so, sie sehen da auf mich zukommen, da kommt sie immer näher und ich gucke ihm in die Augen und denke mir so, okay, den habe ich jetzt. Bruce, warte. Bleib stehen, wir können darüber reden. Und bei dem, wir können darüber reden. Ja, genau. Dann, wir können darüber, dann packe ich ihn halt am Hals und dann heb ich ihn noch quasi immer so hoch und in so einer Drehung steuere ich ihn halt mit voller Pulle auf den Wüstenboden. Vielleicht noch so auf so einen Felsen, auf so einen Kaktus drauf oder so. Okay. Willst du ihn richtig verletzen? Ja, halt, ich will halt so werfen halt zu Boden. Wenn er mal ein Kaktus ist, dann hat er natürlich. Will vielleicht noch Angela was machen? Will vielleicht das Leben retten? Die Frage ist halt, inwiefern ich das überhaupt kann. Bruce, mach erstmal. Moment, ich guck mal gerade, wo ist vorbei. Also ich will ihn jetzt nicht irgendwie töten damit, aber ich will halt quasi wirklich mit Gewalt einmal. Wie viel Stärke hast du? Hm? 4. Dann nimm mal 4 Würfel plus 3 Würfel, also 7 Würfel und mach mal Schaden. Also. Aua. Ja, da ist halt jetzt auch so ein bisschen für mich die Frage, weil. Aua! Oh! Das sind 4, 5, 6 Erfolge. Das heißt, du kriegst 6 Bashing-Schaden, hat halbiert, weil du Vampir bist und du hast ja, hier... Ich hab kein Fortitude. Kein Fortitude, okay. Nein. Ja. Dann kriegst du jetzt, Bashing-Schaden. 3, ja? Mhm. Wie zeichnet man das nach? Genau. Weil da bin ich mir nicht so sicher. Mach mal einfach mal 3 Striche in deinen Healthbar. Also, wenn am Computer kannst du es wahrscheinlich nicht machen. Aber. Ja, ich mache einfach auf der rechten Seite jetzt noch so 3 Dinger dran. Ja. Das werde ich jetzt mit meiner Willpower auch machen, damit ich weiß, was mein Maximum ist. Ja.
So, also okay. Dr. Angela sieht, wie Althea so auf ihn zugeht, Bruce auf Althea zugeht und dann in einer schnellen Bewegung Bruce Althea hochnimmt, auf den Boden schmettert. Es ist für mich wahrscheinlich auch schon ziemlich unmenschlich, ja. Also es ist bestätigend, naja, dass... Ja, also das könnte... Ja, eigentlich ist es... Bruce hat ja keine irgendwie Superpower oder so. Und er hat einfach nur wahrscheinlich so einen Ringer-Move oder sowas benutzt. Also, das halt, er hat den jetzt nicht irgendwie so, sondern irgendwie einfach so. Ja. Okay, ich möchte trotzdem. Was mache ich denn? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es Bash überhaupt noch gibt. Kann das mal gerade jemand nachgucken, wie das mit dem waffenlosen Schaden ist? Ich guck das ist. Nach. Ich guck genau, das während nach. Angela. Was macht denn Anna auch nicht? Also, ich will Angela noch überlegen. Ja, erstmal Angela. Ich muss mal gerade ganz kurz was nachgucken von meinen Skills. Was ist denn? Potions. Ich habe das Falsche genommen. Na gut, dann. Springe ich aus meinem Nicht-Cover raus und mache einfach so einen Tackle gegen Bruce und so, hey, muss man direkt eher so eskalieren und versuche ihn erstmal von, ist er ja weg zu, wie gesagt, tackeln, einfach so voller Move mit Ellenbogen voraus, also eher Schulter voraus, einfach so zur Seite hauen quasi. Ich nehme an, das wäre auch Strength Brawl. Ja. Ja, ich reiße mein Tier auch mal für einen sehr potenziellen schön zusätzlichen. Und es eskaliert nochmal. Kein Hunger mehr? Kein Hunger mehr. Nur als kurze Zwischeninfo. Super, wir reden hier wahrscheinlich über Superficial Damage. Das heißt Fist Kicks, Non-Lethal Weapons. Und die werden auch halbiert und quasi per Strich markiert. Und die kann man auch relativ einfach wegheilen. Und zwar Vampire eine Zahl von Superficial Damage. Jede Runde, in der ich rouse. Okay. Ich würde gerne einen Willpower ausgeben. Ja. Kannst dann... Wie viel Hunger hattest du? Einen nur. Einen kannst du drei wiederholen, ja. Nochmal zwei Erfolge mehr. Okay. Also immerhin vier Erfolge. Ja. Ich denke, Bruce hat dich nicht kommen sehen. Nee. Erwartet das auf jeden Fall nicht. Und auch, noch ein Backup. Auch Anna hat dich nicht bemerkt. Und ja, du grappelst ja quasi den Bruce zu Boden, tackelst ihn um. Ja, Bruce muss. Lässt du Althea los oder ziehst du ihn mit dir? Gesichtswürfe. den nehme ich mit. Okay. Ja, okay. Ja, du hast ja seinen Hals noch gepackt so, und ziehst ihn dann irgendwie im Fallen trotzdem noch so ein Stück nach links mit. Und ja. Kann ich durch meinen Rapid Reflexes oder so das irgendwie hinkriegen, dass ich dabei stehen bleibe? Ja. Dass ich halt nicht wirklich grapple, sondern umtackle, stehen bleibe und dann erstmal, keine Ahnung, mit meinem wunderschönen Plateaustiefel schön auf seinen Hals drauf steppen. Klar, ja. Also, man kann doch erstmal reden, bevor man angreift. Sehe ich genauso. Sehe ich absolut genauso. Achso, das ist ja. ich habe ihn ja gepackt und halt so, verdammt nochmal, was wollt ihr von mir? Hätte ich so umgetickelt. War noch jemand. Und dann, ich halte ihn aber trotzdem mal fest so. Ja, und merkt, sieht man halt den, was hast du ja noch gar nicht gesehen.
Er hat halt jetzt keine Pulsader mehr, aber er. Mhm. Also er hat sie schon noch. Ja, ja, aber sieht man halt nicht dann. Ja. Ist ja nicht voller Blut. Und dann so. Das hatte ich schon. Seid ihr auch wieder vom Gesundheitsamt oder von der komischen Tussi, die heute schon da war? Ich nehme an, mit komischer Tussi meinst du Sam, die hat uns davon erzählt. Aber wir haben nichts mit irgendeinem Gesundheitsamt zu tun. Ja. Und wir wollten nur. Während ihr da redet gerade, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber es ist gerade wirklich unterbrechend, hört hier ein tiefes und Anna stürmt auf die Szenerie los. Das Ulkige ist, kurz bevor sie Angela Angela erreicht, scheint sie gegen die Luft zu prallen. Und der Dicke materialisiert sich quasi vor ihren Augen, hebt diese kleine junge Frau mit einer Hand hoch, hab sie. Sehr gut. In dem Moment. Mehr Teil der Not. In dem Moment würde ich mich versuchen. Und er kriegt von mir so auf die Schulter einen Klaps. Würde mich versuchen zu lösen, auf den Dicken zu gehen. Ja. Strength und Brawl. Vergleichend. Ich dann auch wieder, ja. Das wird eh nicht. Ja. Ja, komm, ich. Browser nochmal. Ich hänge da auch irgendwie so mit drin, ne? Ja. Kannst du mir was machen? Kannst du mir helfen? Da habe ich einen Hunger mehr. Zum anderen. So viel PvP. Und Sam sitzt da. Alles nach Plan. Boah. Vier Erfolge. Vier Erfolge. Ja, nur ruf ich noch so, Anna! Keine Ahnung, probiere ich so nach dem Dicken zu greifen oder so, aber. Ja, der steht ein ganzes, über eine Armlänge von dir weg, von daher versuchst es so. Aber Dr. Angela hat die noch nicht gewürfelt. Bruce hat noch nicht. Doch, Bruce hat auch. Ja, ja, doch, Dr. Angela hält dich fest. Ja. So dass du nicht vorankommst. Ich hatte den ersten Wurf gar nicht richtig mitgekriegt. Kommst nicht voran und Anna zappelt irgendwie in diesem Griff von diesem Riesen, der aber so irgendwie so seine Arme wie so ein Schraubstock, zieht sie jetzt runter und nimmt sie in so ein. So, wie wär's, wenn wir jetzt einfach alle reden? Schau, also ich hab den, ist ja immer noch an der Hand, dann lass ich auch die Hand dann irgendwann noch los. Das ist der Moment, wo ich aufstehe, genüsslich, wohlgemerkt, ja, mich abklopfe. Dann bekommst du erstmal so einen ganz netten, aber forcevollen Schubser von mir, dass du vielleicht nochmal hinfällst. Ich lege mich wieder auf die Fresse. Sehr schön. Ich stehe wieder auf, drehe mich um. Ich wollte mich gerade bei dir bedanken. Gerade. Du rettest mir das Leben und dann. Okay. Whatever. Ich weiß auch nicht genau, warum ich es getan habe. Mit den Fragen haben wir schon gehabt. Pass mal auf, Junge. Halt die Klappe. Halt selber die Schnauze. Ich möchte ihn gerne kompellen. Klappe halten. Gut. Dafür muss ich noch nicht mal Rouse checken. Schade. Vier Hunger. Aber du hast trotzdem vier Hunger. Jetzt kommt das Tier mit dem Kompell durch. Fände ich okay. Ich würde jetzt voll drin. Also, ich würfel wieder die 7. Ist ja was gegenwürfeln? Ja, du darfst das gegenwürfeln. Und zwar darfst du dagegen würfeln. Lass es mich dir direkt sagen. Drei Erfolge. Wo sind meine Disziplinen? Im Buch. Oder auf deinem Charakter-Cheat. Ja. Ach ja. Du darfst gerne gegen Compel resistieren mit Intelligence plus Resolve. Oh, schön. Hat er mehr von. Okay, gut. Plus, ich habe ja noch Fortitude. Dann kriegt er einen. Ach, das hat er auch noch. Scheiße. Hast du auch die mentale Fortitude? Ja, ich habe das, wie heißt das? Ja. Unswayable Mind. Ach Gott. Aber warum versuche ich es überhaupt?
Warum versuche ich es überhaupt? Ah. Was zur Hölle? Kann ich drin? Kann ich Willenskraft benutzen? Ja, sicher. Ja. Ja, komm. Mit zwei Erfolge. Und jetzt bitte und jetzt bitte eine 10 dabei. Drei Erfolge. Das heißt 3 zu 3. Was passiert da? Kann ich auch noch Willenskraft benutzen? Nee, also er muss deine Zahl erreichen, als er, ne? Ja. Ich glaube schon. Ich glaube, bei Unentschieden gewinnt er. Tja. Für den Angeklagten. Ja, würde ich auch behaupten. Hat da nicht gerade einer von den Hangar da eine 10 gezeigt? Ja, aber ja, eine 10 ist egal. Genau, ich muss ja 2 haben. Okay, dann steht das Ganze falsch drin. Gut. Also es muss mindestens einer der Hangar da eine 10 zeigen, aber es muss auch insgesamt ein Crit sein. Das heißt, wenn keine zweite 10 dabei ist, dann ist es... Schade. Genau, okay. Wie es bei einer 1 bei den Hungerwürfeln auch insgesamt eine gefehlte Probe sein muss. Ja, also was Esther guckt ihm in die Augen. Anschreien. Genau, Esther guckt ihm in die Augen. Was sagst du dann? Beruhig dich. Oder? Jetzt halt mal die Klappe. Ich sag, nein, nein, halt selber die Klappe. Und guck ihn so richtig finster an so. Das, ich muss mal gerade ganz kurz sagen, dass das zweite Mal, dass ich diese Nacht mit diesem Skill verkackt habe. Nee, das dritte Mal sogar. Und ich rege mich gerade tierisch da, also Isaiah regt sich da tierisch drüber auf. So. Ich kann das eigentlich. Scheint momentan nicht so gut bei dir zu laufen, hä? Der zieht halt so einmal sein Jackett nochmal zurecht. Okay. Pass mal auf. Ihr seid beide Vampire. Offensichtlich. So wie wir auch. Also halt mal die Backen, Junge. Pass mal auf. Deine Olle, zeig auf Anna, ist als der Olle die beste sagen, Freundin von also bitte, mach bitte. Der Tussi, die hier das Sagen hat. Veronica heißt sie. Veronica. Und Veronica würde gerne mit ihr reden. Das alles. Deine gute Olle ist seit Jahren von der Bildfläche verschwunden und wir sollen die zurückholen. Das ist unser Job. Mach dich mal locker. Alles wird gut. Schau wir wollen so ein bisschen, nur mit deiner Ollen reden. Ja. Ich schaue so ein bisschen wütend, leicht, zwischen ihm und Anna dann, also ob sie darauf reagiert. Wie gesagt, wir sind nicht hier, um euch irgendwie zu schaden oder so. Was ja, und auch sagst. So zu Anna. Anna, ist Anna irgendwie immer noch so in Rage oder irgendwie sowas in der Art? Ja, die hat gerade so ein und in dem Augenblick, als du gerade so zu ihr rüber guckst und das Ganze, also gequatscht. In dem Augenblick irgendwie brüllt sie nochmal auf und der Dicke lässt sie in diesem Augenblick frei. Ja. Kauert sich hin. Und hat einen tierischen, also man sieht es durch die Maske nicht, aber brüllt ebenfalls auf. Scheiße. Okay. In dem Moment, wo Anna frei ist, spurtet sie geradezu den Hügel weg. Also den Hügel hoch. Ich folge ihr. Ich hab Fleetness. Dann musst du Bruce loslassen. Check. Ja. Isaiah wird schon mit dem fertig. Der Bruce, der geht mir am fucking Arsch vorbei. Ich lauf auch hinterher her. Was soll das? Ich muss nichts mit dem zu tun haben. Der ist nicht zwingend schneller als ich. Vielleicht schon, aber... Mal schauen. Also, warum läufst du weg? Ich renne einfach mal. Ja, läufst hinterher und musst am Dicken vorbei. Ist sie halt sehr schnell, dass ich mit Fleetness hinterherlaufen muss, oder kann ich normal hinterherrennen? Also sie ist jetzt nicht übernatürlich schnell. Okay, aber du hast jetzt halt auch dicke Absatzschuhe an, ich weiß nicht.
Das sie sind nicht meine höchsten Absatzschuhe. Aber und du ich hast laufe Absatzschuhe. Ich laufe immer. Ja, das kann gut sein, aber du bist trotzdem mit Absatzschuhen nicht so schnell wie jemand ohne. Also, oder? So, ja. Also du kannst ja Fleetness noch einsetzen. Oder dann bist du genauso schnell wahrscheinlich. Einfach die Schuhe weglassen. Ich zieh die Schuhe auch so und lauf hinterher. Dann kannst du auch machen, ja. Dann bin ich so klar, egal, ja. Wenn man geübt ist, kann man auf Latus schnell rennen, ja, aber ja, nicht das, so das schnell wie ohne. Das könnte sie, wenn sie Bruce Darnell wäre. Mhm. Wenn der Tänzer das sagt, ja. Ja, also während ihr noch überlegt, ob ihr die Schuhe auszieht und schneller laufen könnt, oder stürzt sich der Dicke auch schon ins Getümmel und greift das euch an. Das heißt, ach uns. Mhm. Oh. Oh Gott. Ich möchte weg von dem Dicken. BCB auch mich. Ich lag ja erst noch auf dem Boden. Das ist ihm gerade total egal, wer da steht. Sag mal, so wie ich mir das vorstelle, wäre ich ja wahrscheinlich am nächsten an dem Dicken dran. Ja, und Angela. Nee, da benutze ich erstmal Rapid. Okay. Da muss ich erstmal Danke sagen, weil Angela hat mich direkt aus der Gefahrenzone geschubst. Voll gut. 2, 3, 4 Erfolge. Ich, wenn ich sehe, dass dieses. Also, ich stelle mir den wirklich beinahe übernatürlich groß vor. Also, richtig. Mhm. Der ist so 2,20 Meter. Das ist so ein Wandschrecker. Mhm. Ja, ich glaube, dann mit der ganzen Situation würde Bruce das erste Mal seine Kräfte einsetzen. Und der sah jetzt auch aus wie so ein wildes Tier, was quasi jetzt nicht offen ist. Mhm. Ja, dann mach mal Bruce seine Feral Weapons an. Dass er seine Klauen kann. Dann muss ich erstmal einen Rouse-Check machen. Oh, immerhin. ja, und man kann quasi sehen, jetzt wie aus den. Also, Bruce hat ja auch schon generell schon eine große Hände, ist auch der große, langer Typ, wie sich diese Fingernägel halt so langsam verformen, so dunkler werden und sich daraus halt große, schwarze Bestienkrallen werden. Mhm. Muss ich kurz gucken, was ich noch könnte. When activated, your vampire adds +2 modifier to the brawl damage. Causes aggravated health damage to mortal. Okay. Mhm. Also machst jetzt üblen Schaden mit deinen Klauen. Ja. Und dann, wenn er auf mich losgeht, dann. Ja, wie gesagt, also Angela hat ja gesagt, sie steht erstmal da. Genau, ja. Möchtest du also jetzt ausweichen, Schuhe ausziehen, schneller werden und hinterherlaufen? Was machst du? Ich benutze Fleetness und laufe damit hinterher. Okay. Dann einmal kurz zum Ausweichen. Moment. Dexterity und durch Fleetness, once per turn, user may add Celerity Rating to user's Dice Pool. Mhm, mach dazu. Dadurch, dass ich das Das heißt, du hast jetzt 7, 8, 9 Würfel. Ja. 9. 1, 2, 3, 4 hat er. Ja. Das ist ein Messy Critical. Aber nee, ist er nicht. Failure. Nein, ist er nicht. Einen Erfolg hat sie ja noch. Also, ja, ich glaube, ich benutze mal Willpower für 3 neue. Ja. Kann nicht. Meine Güte, das war echt ein krasser. Okay, eine Success mehr, aber naja. Ja. Du siehst diese eine Klaue kommen, also diesen dicken Arm vom Dicken. Mhm. Und du weißt irgendwie, wenn der mich jetzt trifft, dann tut's das weh. Verduckst dich unter dem einen Arm, siehst aber, hast ganz ignoriert, dass er mit dem anderen Arm gleichzeitig auch noch zugreift. Und er stupst dich quasi nach hinten. Und du wirst den Abhang so runterrollen, ein Stück. Von der Wucht getroffen. Und er setzt nach. Ist das quasi zurück, ja? Also dort Richtung, wo wir herkommen. Richtung Bruce. Wie weit? Und das ist so Richtung. Achso, wie weit ist das weg von dem Lagerfeuer, wo die anderen so sind? Ja, das ist noch eine ganze Ecke weg. Verdammt.
Ich wünschte, ich könnte die irgendwie alarmieren. Ja, Alcea kann noch was machen in der Situation. Ja. Also ich interpretiere das jetzt schon richtig, dass das jetzt gerade so eine Art Frenzy ist. Was der da ist gerade in Frenzy, ja. Da hat Anna für gesorgt. Und ich kenne mich mit Frenzy jetzt, ich kenne mich mit den Frenzy-Mechaniken gar nicht aus. Was kann man machen? Muss der einfach fressen oder was muss der machen? Wahrscheinlich, ja. Das ist unterschiedlich von Person zu Person. Okay, also das weiß ich einfach nicht. Mhm. Und wahrscheinlich sowas wie Compel oder andere Dominate Powers machen da wahrscheinlich einfach nichts. Oder kannst du ja probieren. Boah, dann versuchen wir das auch mal. Das Problem ist, der greift mich gerade nicht an, ne? Der greift gerade alles an, was da so ist, also auch dich. Auch, okay. Gut. Das ist ihm gerade ziemlich egal, wer da ist. Gut. Dann möchte ich gerne Mesmerize benutzen. Dafür muss ich einen weiteren Rouse-Check machen. Tu das. Das kann ja kaum riskant werden. Und Frenzy. Das, ja. Ein W10 über 6. Zack. Oh ja, super. Oh Gott. Hunger 5? Ja, Hunger 5. Oh, jetzt muss ich nachgucken, was Hunger 5 macht. Haben wir das in unserem Cheat-Sheet drin oder muss ich suchen? Ich glaube, wir hatten das, glaube ich, im Cheat-Sheet, ne? Ich glaube, wir hatten das im Cheat-Sheet, ja. Jetzt schau, wenn einer da eh gerade drauf ist, schau gerade mal nach. Wie viel die Seite vom Cheat-Sheet? Resist mit Willpower und einem Drittel Menschlichkeit abgerundet. Oder gezielt ausleben. Provokation durch Physical Provocation or Harassment wäre das, würde ich sagen. Mhm. Oder Insulted by Inferior. Ja. Oder Public Humiliation. Es hat alles Schwierigkeit 2. Ja. Dann resiste mal. Aber wäre das nicht Hunger? Das ist Hunger, Frenzy, ja. Hunger Frenzy, ne? Das ist kein Fury Frenzy. Nee. Fail Rouse Check while Hunger at 5. Mhm. Das ist Schwierigkeit 4. Aber das ist ja jetzt noch nicht passiert, ne? Nee. Seite 4 bei uns im Cheat Sheet zur Not zum Nachgucken. Ja. Weil wir haben ja, also ich bin ja jetzt erst auf Hunger 5. Durch den gefällten Rouse Check. Wenn ich jetzt noch einen failen würde, dann würde ich. Gegen Difficulty 4. Das heißt, noch passiert nichts. Ja, okay. Alles klar. Ja, war das ja gerade vorgelesen. Genau. Okay, cool. Dann möchte ich gerne meinen Wurf machen für. Das ist so starr. 7, 10, 10. Zack. Finden wir raus, was passiert. Oh ja, super. Mhm. Eure Würfel sind heute nicht so toll. 1, 2, 3, 4, 5. Gott sei Dank hast du noch 2 Erfolge dabei. Ja. Ich möchte nochmal Willpower nehmen und 3. Nee, ich kann nur 2 wieder würfeln. Ne? Mhm. Dann mache ich trotzdem. Ich nehme noch einen Willpower in die Hand und. Würfle 2 10 über 6. Wow. Mein ein Hauch von gar nichts. Ja, das kann er ja schon. Also was war die Resistance dagegen? Die Resistance dagegen ist Intelligence und Resolve. Plus eventuell Fortitude, falls er es hat. Oh. 2 Erfolge. Ich guck den natürlich trotz allem tief in die Augen und sage,
Dicker, beruhig dich! Alles ist okay! Wir kriegen das hin! Und ich bin dein Freund! Ich erzähl's jetzt einfach mal weiter. Also Angela ist ja eh der Anna hinterhergelaufen. Bruce macht diese Clown. Alicia stellt sich, beruhig dich! Boah! Und wird zur Seite geschleudert. Ja, ich dachte, ich bin in eine andere Richtung. Ja, du bist ja den geballert worden. Aber genau. wenn ich in die andere Richtung geballert worden bin, dann laufe ich zurück, um die anderen zu alarmieren, dass der Dicke ausgerastet ist. Ah, okay, alles klar. Ja, Bruce, kannst du noch was machen? Ja, wenn der auf mich draufgehen sollte, dann würde ich den natürlich... Also, ich bin halt super muskelbepackt halt vor und so ein Stirnacken halt. Deswegen würde ich mal mit dem Clown auf seine Beine gehen, damit er sich nicht mehr stützen kann. Ja. Würde halt auf den drauf. Ich kann das ja nicht einschätzen, ich kenne das ja auch. Also Bruce. Ja. Der verteidigt sich auch nicht, weil er ist in Raserei. Ist das wieder Strength von Brawl? Mhm. So ICR regelt, wenn Angela nicht guckt, ja. Ja, vier Erfolge, ja. Okay, dann noch Schaden. Das machen wir hier. Also, wie läuft das jetzt? Wir hatten noch eben nachgeguckt, ne? Also Stärke. Mach mal deine Stärkewürfel einfach. Ja. Ich habe nicht geplant, dass wir heute kämpfen. Eine 10. Aggraved halt, ne? Also dieses Schaden, ja. Obwohl, warte, ich glaube schon, was Tumor ist, meine ich das. Ne, Tumor als mache ich das so. Okay. Gut, machst ihm trotzdem, nicht viel, aber du machst ihm Schaden. Halt dieser Superficial Damage, der wird nicht halbiert von mir. Ich probiere halt quasi mit den Clown so böse ins Knie oder so, dass er halt fällt. Dass er halt nicht mehr irgendwie wild, berserkern durch die Gegend läuft. So. Angela ist in die andere Richtung gelaufen zum Auto, wo Sam und Andrew drin sitzen. Genau. Ja, und vielleicht schreibt auch noch Bruce immer so, was ist denn mit dem jetzt? Und dann haut er halt so die Krallen halt so in sein Knie. Ja. Also wenn ich dann irgendwie angekommen bin, ich meine, John wird dann ja auch irgendwo auf dem Weg gewesen sein und so, der Dicke ist ausgerastet. Der kämpft gerade mit Asaya und die sehr gut, lass ihn kämpfen. Mach dir das doch nicht, oh Gott, ich bin tot. Ja, natürlich sage ich dir das. Ja. So, und es ist total eskaliert und ich habe keine Ahnung warum. Hieß es, dass wir Anna Leben zurückbringen sollen? Das ist gerade ziemlich egal. Wir haben andere Probleme. Wie wäre es, wenn ihr aus dem Auto aussteigt und mit mir dahin geht, um herauszufinden, was mit dem Dicken los ist? Es ist doch euer Klüngel. Mir ist der Dicke egal. Andrew steigt aus. Wo? Los. Ja, dann führe ich die halt zurück dahin. Ja, Bruce ist ja gerade im Close Combat. Der Dicke will einfach nur an dir vorbei. Vorbei? Ja, der schubst dich weg. 1, 2, 3, 4 Erfolge. Soll ich mir dagegen würfeln oder mach das einfach? Wenn du das möchtest, dich zu verteidigen, dann würfel was. Ja. Auf jeden Fall. Dexterity und Athletics. Eher nicht. Nee. Dann kriegst du einen massiv schweren Schlag ab und wirst zur Seite geschleudert. Und der Dicke läuft Richtung Feuer. Also Richtung der Party. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz kleiner Maskeradebruch. Ja, wenn ihr ihn nicht aufhalten könnt. Ja. Moment, das ist noch mal an der Gesichtswürfelzeit. So. Also mach erstmal weiter. Ich will.
mein, wie weit kommen wir dann von dahin, bis wir sehen, dass der da so nur drauf zugeht? Ja, also wenn du Andrew dahin führst, dann seht ihr irgendwie, der ist. Ja, der also läuft ich nicht sonderlich, schon auch mit. Der läuft nicht sonderlich schnell, aber er läuft halt Richtung der Versammlung. John war doch eigentlich auch bei dem Feuer geblieben, oder? Genau, der steht da irgendwo, ja. Bei der Party. Okay, da ich das deeskalieren ist das falsche Wort, aber ich versuche jetzt das, und zwar laufe ich zu den Leuten am Feuer. Mhm. Weil ich nicht will, dass sie das mitbekommen, und schreie ganz laut: Achtung, Malcolm kommt! Und gucke, was sie tun. Sehr gut. Ich will das deeskalieren. Der Boogeyman ist real und er ist hier. Ja, dass Malcolm kommt, scheint aber, jetzt, dass ja. Malcolm kommt, scheint aber zu wirken. Da bricht Panik aus. So, schnell, er ist von da hinten. Ich zeig dann halt so in die Richtung, wo der herkommt. Der ist da hinten. Schnell, weg hier. Ja, Leute damit schwingen halt sich auf ihre Motorräder und einige ziehen ihre Waffen. Ist Dr. Angela, kenn ich ja den Namen mit dem Namen, ist sie jetzt in Richtung Anna losgelaufen oder ist sie jetzt irgendwo anders? Ich bin zu den anderen zurückgelaufen. Genau. Anna ist zu benachrichtigen. Ja. Genau, weil dann gucke ich nur so in die Richtung, in der Anna verschwunden ist, sondern auf die Dicken. Und dann sage ich so ganz leise: Hilfst du den Menschen? Und dann renne ich den hinterher. Ich habe nämlich vor meinem Gesichtsbild und jetzt das. Oh. Deswegen rennt Bruce jetzt auf den Dicken zu und soll halt irgendwie die Beine wegtreten, irgendwie in die Beine schlagen oder ist ja halt nicht mehr weiterlaufen. Mhm. Gut. Dann, ja, also die Hälfte von den Leuten machen sich darauf abzuhauen, die andere wollen es wohl drauf ankommen, auf dem Ziehen Waffen. Dann gehe ich da hin und sag: Er hat Verstärkung mitgebracht. Haut besser ab. Ihr wollt wirklich nicht in das Ganze mit verwickelt werden. Wer bist du überhaupt? Du hast das ist jetzt gerade scheißegal. So, jetzt muss ich mal ganz kurz was nachgucken. Was der Andrew macht, er jetzt auch bestimmt was. Der ich würde in der Zwischenzeit dann zu John laufen und ihn anbrüllen, dass er auch was tun soll. Mhm. So, Namodo, kannst du dich ihm nicht in den Weg stellen? Also, die zuerst gesagt hat, ist ja scheißegal. Ich muss noch mal ganz kurz fragen. Das mit dem Maskeradebuch ist ein gutes Argument. Nur der Dicke wäre mir egal gewesen. Sind wir sicher, dass Sam kein Ventru ist? Weil so wie die gerade quasi ihre beiden Erzfeinde gegeneinander ausspielen möchte, das ist schon ein Ventru. Ja. Ja, John, stell dich dem noch mal in den Weg. Weißt du, sind wir auf die Clans schon wirklich zu sprechen gekommen? Nein. Manche Leute haben sich ich und John halt damit vorgestellt. Und ich und John haben uns halt auch darüber unterhalten. Das heißt, wir wissen das halt von uns beiden auch, aber ansonsten halt nicht. Und wir wissen, dass der Dicke Nosferatu ist. Bei mir sieht man das halt auch einfach. Ja, also Andrew stellt sich dem Dicken in den Weg. Und ihr hört, wie er ruft, aber die Stimme klingt weich. Er meint dann so: beruhig dich, schau auf mich. Und wenn ihr auf ihn guckt, dann müsst ihr auch, ihr schaut dann auch ihn an und könnt euren Blick nicht mehr von ihm abwenden. Ich liege halt rum und gucke John an. Ja, sieht unglaublich toll aus. Genau. Ja, fast schon himmlisch, göttlich. Majestätisch. Genau. Netter Intern. Im nächsten Moment so, Sam stellt sich vor Angela, ist nicht für dich. Ja, und Bitchfight. Ja, und der Dicke bricht halt zusammen und dann sagt John so zu ihm: Schieh mal, da ist Feuer, da willst du gar nicht hin. Geh nach Hause. Dicke schaut so Andrew an.
läuft dann den Hügel wieder runter, also vom Feuer weg. John, lauf ihm hinterher. John guckt nur Andrew an. Okay. Jetzt ein Molotow-Cocktail. Darf ich in meiner Handtasche noch irgend so einen Karnevalskracher oder sowas von meiner Rowdy-Zeit mit Adam haben? Und wenn ich halt höre, dass die sagt, jetzt ein Molotow-Cocktail, ziehe ich immer so einen China-Böller hin und reiche den. Reicht das fürs Erste? Nee, leider nicht. Ja, dann fällt dir. Ich werf dir trotzdem ins Feuer, damit es einmal richtig schön Bang macht. Du hattest Andrew angeguckt, Dr. Angela. Das heißt, du drängst gerade auch überhaupt nicht in deine Tasche. Der Andrew ist einfach viel zu toll. Aber in dem Moment lässt er das Ding einfach, also dieses diese Majestät fallen und dann kannst du das trotzdem noch machen. Okay. Ja, Bruce ist ja, wollte ja auch zum Ding hin. Wenn er das einfach sagt, geh nach Hause und der geht nach Hause wieder ganz normal. Würde er sich auch irgendwie so auf die Knie wieder fallen lassen, so die Arme in den Boden, dann auch in diese Krallen auch wieder gehen. Dann so ein bisschen. Was ist passiert? Ich will das nicht erklären. Ich schau auf die Freunde vom Ding. Also. Isaiah hat sie offen konfrontiert. Ist dadurch richtig auf die, hat richtig auf die Fresse gekriegt. Dann bin ich eingesprungen, um zu deeskalieren. Hat leider nicht funktioniert, weil Anna dann total ausgerastet ist. Und der Dicke hat Anna aber abfangen können. Dann hat sie noch ein bisschen weiter rumeskaliert und plötzlich ist er rumeskaliert. Das ist so im Großen und Ganzen, was passiert ist. Anna ist weggerannt. Andrew geht zu Bruce hin. Bruce hat ja gesagt, er liegt noch so alt auf dem Boden. Ja, so ein bisschen auch bei den Vieren quasi. Reicht dir seine Hand. Ist halt der Typ, den du schon kennst, ne? Genau. Bin ich immer noch fasziniert von dem? Nee. Jetzt kann er nicht mehr. Dann also du hast den Eindruck noch, du hast diesen Eindruck von eben halt noch, aber jetzt momentan nicht mehr. Also das ist nicht mehr so, als dass du gar nichts mehr machen könntest. So die Gesichtsverstimmungen. Nee, Bruce steht selber auf. Aber schlägt jetzt nicht in die Hand von dem weg. Und klopft sich auch einmal so ab. Tut mir leid, Mr. Warren. Ich denke, die anderen haben sich etwas zu viel rausgenommen. Wir wollten eigentlich nur reden. Hab ich doch gesagt. Und Lilio hat egal. Hat genug von dem Scheiß hier. Ja, eben. Out of here, bitches. Da sind wir dann nochmal, ja. Ah, da ist sie wieder, okay. Sorry, mein Discord ist gecrashed. Oh, hallo. Oh ja, passiert. Ja, meine Kamera wieder angeht. Ja. Perfekt. Ja, Lucky, wenn die NPCs schon den Schaden machen, dann dürfen sie ihn auch wieder aufräumen. Was ich gerade sagen wollte, als gecrashed, es war so, das habe ich auch gesagt, dass wir nur reden wollen, aber auf mich hört ja niemand. Ja, Bruce schaut halt wie einmal zwischen den Beinen und her zu Ende lang. Warum? Sie war doch schon heute Abend, oder? Und du hast gelogen. Sie war doch vorhin schon da. Ich hab nichts gesagt. Ich schau so zu der Angela. Hast du nicht gesagt, es geht euch auch gar nichts an. Hier ist das Ding. Es geht uns was an. Weil wir gerade hier sind und gerne hier bleiben würden. Und wir das nur können, wenn Anna mitspielt. Was habt ihr denn ein Problem mit ihr? Ich habe gar kein Problem mit ihr. Ich weiß nur, dass eine Freundin sie sucht. Das ist alles, was mir gesagt wurde. Das habe ich ihr auch gesagt. Aber offensichtlich will sie nicht gefunden werden.
Das hätte sie uns auch selber sagen können. Tut sie aber nicht, weil sie direkt ausrastet und uns auf uns drauf springt. Das hat seine Gründe. Die wir nicht kennen. Deswegen richtig. Haben wir gesagt, wir wollen reden. Werdet ihr auch nicht müssen kennen. Wir das hier draußen machen, wenn die Gangs werden gleich wahrscheinlich wiederkommen, wenn sie gemerkt haben, dass das ein... Kannst du nicht irgendwie so deine Magie einsetzen, dass die nicht wiederkommen? Ist doch gut in sowas. Wir haben eh oder schon, von mir ist auch John, das ist mir gerade egal. Wir haben schon genug Unruhe hier gemacht. Wir könnten auch in den Trailer gehen. Weil ich glaube nicht, dass... Hast du deinen Namen gesagt? Bruce? Ja, hat er. Ja, habe ich. Ich glaube nicht, dass Bruce von hier weggehen wird, wenn die Anna hier irgendwo rumläuft, oder? Und außerdem ist es kurz vor morgen. Kurz vor Sonnenaufgang. Ein guter Punkt. Ich hoffe, John kriegt den Dicken, bevor die Sonne aufgeht, unter Kontrolle. Das jetzt einfach hier bei Lars zu lassen, ist aber eigentlich auch keine gute Idee. Mr. Warren, wir wollen Ihnen kein Leid zufügen. Wir wollen noch Anna kein Leid zufügen. Glaube ich denn das? Also, kannst du ja mal einen Insight-Wurf machen? Also Wits und Insight? Oh. Ah, ups, falsche Zahl. Hey! Ja, das war's auch. Das heißt, dein Wurf? Oder war das jetzt falsch? Ja. Nee, ist okay. Ich habe nur die falsche Zahl. Er hat einen Success, das heißt, ach so. er ist ein bisschen undurchschaubar, der Mann. Also seine Stimme klingt sehr sanft und sehr wohlwollend, aber du kannst ihn schwer einschätzen. Es klingt ganz gut, was er sagt. Ah, komm, ich habe nochmal hier gewürfelt. Verdammte Gesichtswürfel. Ja, Bruce geht so ein bisschen aufgeregt auf und ab. Ist jetzt wieder so ein bisschen in seiner... Er weiß ja jetzt nicht, wie er mit der Situation umgehen soll. Also die Hände nah am Körper und die Arme nah am Körper. Und wir waren jetzt gerade auch im Herbst, ne? Mhm. Okay, dann geht die Sonne auch relativ früh wieder unter. Dann gut. Sagen wir 10 Uhr am Carnes Pub. Ist das der, wo wir waren? Ja. Ah, die Rockerkneipe. Rockerkneipe. Ja. Und er guckt dich so an, das kannst du nicht wissen. Gut. Ich denke, wir können uns aufeinander verlassen. Wenn nicht wissen, wo du wohnst. Ja. Die Tür steht euch auch allen offen. Dank euch beiden. Und dann macht er morgen ganz schnell und heimlich erstmal den Umzug und weg sind sie. Wissen Sie, Mr. Warren, wenn wir Ihnen irgendwas gewollt hätten... Ich denke, Sie wissen, wie der Satz zu Ende geht. Ja, ich schaue den auch an. Er hat ja vorhin das unfassbar mit dem Dicken da gemacht. Das ist mir schon durchaus bewusst. 10 Uhr am Pub. Sollte da sein. Reicht dir die Hand? Ja, ich nehme die Hand auf. 10 Uhr am Pub. Ja, und Bruce merkt auch so langsam, wie dieses innere Unruhe so ein bisschen. Lasst uns gehen. Ich denke, Mr. Warren muss sich um seine Freundin kümmern.
Ich nicke Bruce zu und tatsächlich schaut Bruce auch so ein bisschen entschuldigend in deine Richtung. Ich wusste, dass die beiden sich verstehen. Ich halte die Hand hin und sage, wir sind irgendwie auf dem falschen Fuß. Sorry. Du hättest doch einfach mit uns reden können. Dann wäre dieses ganze Theater erspart geblieben. Ich werf Sam so einen strafenden Blick zu und guck zu Bruce und sag, ich kann nicht verstehen. Ja, ich nicke noch mal kurz und gehe dann in Richtung, wo Anna verschwunden ist. Kommst du mit, Angela? Ja. Ich gehe aber dann halt mein geklautes Moped holen. Ist jetzt meins. Niemand kann mich anzeigen. Na gut, Isaiah kann sich ja mal überlegen, wer darf dann das geklaute Auto nehmen. In unserem Auto ist leider kein Platz mehr. John ist nicht da. Ist mir egal, in unserem Auto ist kein Platz mehr. Aber auf meinem Moped. Ich gucke von Sam zu Angela und frage, würdest du mich mitnehmen? Ich muss zu meinem Büro. Schau ihn an. So ein paar Sekunden. Steig auf. Danke. Ja, Sam und Andrew gehen zurück zum Auto. Und als er sich dann irgendwie ins Auto setzt, irgendwie Sam fährt ja, merkst du, dass er deutlich, er verliert Spannung im Körper. So, und wenn er so einen tiefen Atemzug machen würde, ist er tot, dann würde er das wahrscheinlich in diesem Augenblick machen. Das war knapp. Warum nochmal haben wir ihn jetzt nicht mit eingeladen, mit uns zu fahren? Weil ich das nicht wollte. Warum? Weil ich ihn nicht leiden kann. Gut, fahren wir. Wir sind schon auf dem Weg. Ja. Bruce, komm. Wenn das halt dann hinter mir einsteigt, komm erstmal, pass bloß auf, wo du deine Finger hinpackst. Und dann fahre ich ihn erstmal zu seinem. Ich werde euch mit dem äußersten Respekt, der euch gebührt, behandeln, Milady. Er ist so kleinlaut, weil er heute schon so viel gefailt hat. Ja, dann setze ich ihn halt in seiner Kanzlei ab. Das Problem ist, Isaiah, ja. Wenn du morgen aufwachst und deinen Rose-Test verpatzt, bist du in Starre. Und deshalb gehe ich jetzt noch jagen. Und jagen heißt in dem Fall, ich gehe die Straße runter zum nächsten halbwegs vernünftig aussehenden Haus, wo ich den Eindruck habe, dass da vielleicht jemand alleine wohnt. Mhm. Wie viel Uhr haben wir wahrscheinlich schon so? Kurz vor Sonnenaufgang, ja. Gibt's irgendwie, ich weiß nicht, jemand, der hier rumläuft? Irgendwer. Scheißegal. Jemand, der gerade zu arbeiten, irgendein Bäcker oder sowas, der zu arbeiten muss. Kaku, würfel doch mal den Gesichtswürfel. Gesichtswürfel? Sehr gerne. Leider. Nein. Gut. Dann. Max, das innere Tier. Hunger. dann gehe ich. Also, ich bin jetzt ungefähr einen Block weg von meinem Haus. Von meinem Büro, ja? Mhm. Ich klingel an einer Wohnung. Völlig egal. Irgendeine Wohnung. Erstbeste. Mhm. Ja. Die macht jemand auf. Eine junge Frau. Ich möchte Compel benutzen. Mhm. Zeig mir deinen Hals. Und dann beiße ich zu und trinke sie aus. Mhm. Mach mal. Kako, würfel nochmal Gesichtswürfel, bitte. Aber sehr gerne.
Ja, lucky. Okay. Dann Isaiah einmal Wits und Awareness. Ja. Wits und Awareness. Was ist das? Wenn der Gesichtswürfel böse gewesen wäre, hättest du es nicht würfeln dürfen. Ein Success, okay. Wie viel trinkst du? Alles. Also tötest die Frau? Tötest die Frau. Okay. Das ist das erste Mal, dass ich... das ist das zweite Mal, dass ich töte beim Trinken. Das gibt auf jeden Fall einen Stain. Das gibt einen Stain, ja. Ja. Und tötest die Frau. Und dein ein Erfolg, nachdem die Tod in deinen Armen zusammensinkt, schaust du kurz in das Zimmer rein, siehst du eine Tür, die so halb angelehnt ist und ein auf so unterer Höhe einen kleinen Jungen, der durch den Türspalt schaut. Und ich denke, mit dieser Szene können wir für heute schließen. Ah! Yikes! Ja. So, damit bin ich nicht mehr Staatsfeind Nummer 1, würde ich sagen. Hey, ich habe noch kein Kind getötet. Noch? Was für eine Menschlichkeit hast du, Alter? Das werden wir jetzt gleich rauskriegen. Bald nicht mehr viel. Die Remorse-Tests, ne? So, wir müssen jetzt schauen, ob Angela... Samantha... Angela hat keinen, ne? Oder doch? Mm-mm. Ja, genau. Also Isaiah und Samantha. Ich habe 3 Würfel. Ja, Moment. Sag den Leuten doch mal schnell, wie es funktioniert. Dann kann... Wir können jetzt einen Test machen. Und dazu haben wir die Anzahl an Würfeln equal to the unmarked unfilled dots on the Humanity Tracker. Also, ich habe Humanity 7 und habe damit noch so 3 Kästchen, die nicht gemarkt sind. Also habe ich 3 Würfel dafür. Ja, du hattest 2 Würfel, weil nämlich durch den Stain einer weggestrichen wird von hinten, von der anderen Hier Seite. Hier im Beispiel haben sie aber... Also, okay. Ist egal, ich habe keinen Erfolg. Dann verlierst du eine Menschlichkeit. Ja. So, und dasselbe für Araiguma. Denn so, der hat, was genau willst du nochmal so, würfeln? Du hast Humanity 7, wenn ich deinen... Das ist richtig, so, ja. Das heißt, du hast einen Stain, das heißt, der, da geht noch ein Kästchen quasi weg. Mhm. Und das heißt, du hast noch 2 freie Kästchen bei Humanity. Und für das heißt, du kannst 2 Würfel würfeln und brauchst einen Erfolg, um keine Menschlichkeit zu verlieren. Das heißt, je mehr weniger Menschlichkeit du hast, desto wahrscheinlicher ist es, dass du keine verlierst. Aber, aber auch du verlierst eine Menschlichkeit. Ja. RIP. Und der Stain ist weg, ne? Der Stain ist weg, genau. Ja. Dann muss der Einzige mit Menschlichkeit 8. Okay. Mhm. Dich kriege ich auch noch. Stimmt, du hast die Menschlichkeit, weil du ja Vegetarier warst. Ja, ja, nicht, dass du mich persönlich geändert hast. Das war ein Touchdown. Ah, okay. Ja. Okay, ja. Sehr coole Szenen heute. Die Gruppe war mal zusammen. Ja. Ja. Ich hab's geschafft. Das ist aber auch echt. Für 5 weißt du, Minuten. Die Gruppe war zusammen und das ist Instant Clusterfuck einfach. Ja. Instant Clusterfuck. Ja. Weißt du, ich wollte da relax dran gehen, ja, die ein bisschen beobachten und dann irgendwann an der Stelle so, hey, sorry, ich würde mal kurz mit euch reden. Ich ja, aber nein, nein, er muss direkt volles Geschütz. Ich wollte auch noch mit dem reden. Das, was die Anna dem erzählt hat, da will der gar nicht mehr mit euch reden. Ja, das kann noch, also die Endszene mit Isaiah kann jetzt noch interessant werden. Mal sehen, ob er den Jungen jetzt auch noch irgendwie. Aber du bist jetzt bei Hunger 0, oder? Hunger 0, genau, ja.
Aber es gibt, für Ventru gibt es ja Gott sei Dank Möglichkeiten. Schauen wir beim nächsten Mal, wie Isaiah sich das da so rauswindet. Und ja, wie Bruce, Sam und Dr. Angela und Isaiah zusammenfinden oder auch nicht. Ob das wieder so total eskaliert, was die Gang von der Aktion hält. Und ja, ob das Ganze nicht ein bisschen zu auffällig war für irgendwie oder auch nicht. Ja, wie gesagt, ich hatte sehr viel Spaß. Ich hätte mir vielleicht, wenn ich gewusst hätte, wie das eskaliert, vielleicht mal die Kampfregeln durchlesen sollen. Ja, hoffe, das war jetzt nicht zu schlimm. Aber gut. Ich denke, so halbwegs vernünftig haben wir es hingekriegt. So, also, dass sich keiner irgendwie doof dabei fühlt oder so. Schön, ja. Ich schaue noch mal kurz, wer heute denn so alles im Chat sich rumgelungert hat, ja, sich hier die Zeit vertrieben hat und uns zugeguckt hat. Wen haben wir denn hier alles? Guck mal, wir haben Paula XOXOX. Dann haben wir den komischen Bot wieder, wir haben Commander Root, wir haben den Drex oder D-Rex. Hidden Westie, irgend so ein Typ hat zugeguckt, Kaiser Carter, Lucky Lucano, Positivity Bot, Schattenjäger, Shamasas, Slow Cool, Tide, VNK, Virgoprotz. Und zwischendrin waren auch noch ein paar andere da, die ich gesehen habe und die auch kommentiert haben. Danke fürs Zugucken, danke fürs im Chat aktiv sein, wenn es euch gefallen hat, ja. Empfehlt uns weiter. Und wenn ihr es auf YouTube nachguckt, dann hinterlasst uns doch einen Kommentar, wie ihr es fandet. Und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Wann es weitergeht, könnt ihr aus dem Nordpol erfahren. Da oben läuft die ganze Zeit die Adresse durch. Und schaut da mal rein. Da gibt es im Advent jetzt auch einen tollen Adventskalender mit ganz vielen hübschen Sachen zum Entdecken. Lohnt sich immer. Und wahrscheinlich sehen wir uns in 2 Wochen wieder in dieser Zusammenstellung. Und bis dahin darf man gespannt sein, was sich und meine Spieler noch so ausdenken. ja. Ich glaube, schlimmer kann es kaum noch werden zwischen euch jetzt hier. Ja. Gut. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Danke fürs Zuschauen. Ja, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Leiten. Genau, danke auch an dich. Gut. Jetzt kam es doch nicht zum Bitchfight zwischen den zwei Damen in der Runde. Aufgeschoben. Aber die Gelegenheit bietet sich noch. Ja, schauen wir mal, wann einem von uns beiden die Hutschnur platzt. Ach, wir können zur Not dem Papp auch mal vor die Tür gehen. Aber bitte hinten raus. Nicht auf der Straße. Tja. Für mich war das auf jeden Fall spannend. Wir haben gelernt, Isaiah kann doch nicht alles. Und Lilio hatte vorher noch so geunkt, irgendwie, ich kann ja gar nichts machen gegen Araiguma und so, wenn es drauf ankommt und es zum PvP kommt. Und jetzt hast du gesehen, doch, es geht. Das Ding ist, wenn er das gegen mich einsetzen würde, hätte ich total verkackt, weil ich halt richtig schlecht bin, um sowas zu widerstehen. Ja, natürlich ja gegen andere, die da besser aufgestellt sind, hat er halt manchmal tatsächlich schon verkackt. Da bin ich ganz froh, dass... Der Dicke hat es auch mit 4 Würfeln geschafft, mir zu widerstehen. Ja, das stimmt. Ach ja. Also wir werden noch ganz, ganz dicke Freunde wahrscheinlich. Also auf jeden Fall. Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja, vielen Dank. Es hat mir, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Den Segen der Nacht nach da draußen. Und tschüss. Bye, bye. Ciao.